Geheimnis draus, ne, dass ich Christ bin. Und ja, als es dann denen zu Ohren gekommen ist, was soll ich sagen? Das hat denen nicht so gepasst, ne? Aber ganz ehrlich, hier rein, hier raus. Natürlich. Ja. Ja, das Problem ist ja, ne, Matthäus 13, 13, sie haben Ohren und hören doch nicht. Sie haben Augen und sehen nicht, ne, sind einfach blind, ne, das ist das. Ja. Danke mir. Ja. Ich gucke mir halt oft deine Streams an und ich denke mir, krass, Alter, dass sich das wirklich in Deutschland einer sich hinsetzt und das macht und auf ihn wird getreten und getreten, der macht einfach weiter, als wäre nichts. Ich finde es Hammer, aber ich will halt auch nicht, dass sich ein Mensch wie du, der so eine Power hat, einfach runterziehen lässt. Das wollte ich einfach nur gesagt haben. Deswegen habe ich alles gemacht. Ein Ohr rein, eine Ohr raus. Du brauchst für so eine Arbeit, brauchst du wirklich dickes Fell. Ja, 100%. Ja. Ja, ich bin eigentlich die Stimme für diejenigen, die keine Stimme haben. Das ist das, ne? Für viele, viele in diesem Land. Und ich sehe auch diese Liebe bei dir im Chat. Ich verfolge halt den Chat mit und ich finde es krass, weil das habe ich bei keinem gesehen, dass immer irgendjemand, der meint, aus der Reihe tanzen zu müssen, respektlos wird. Aber bei dir ist 99% nur Liebe drin. Natürlich, so, klar. Daran erkennt ihr doch, dass ihr zu mir gehört, sagt der Herr, wenn ihr untereinander Liebe habt. Du siehst doch, wir als Geschwister, hier haben doch Liebe untereinander. Richtig. Ich finde das mega. Eine hasserfüllte Community, sogar wir setzen unseren Verstand ein und wir wissen ganz genau, was zu tun ist. Die Leute sind doch genauso aufgeklärt wie ich. Die haben doch genau denselben Horizont wie ich. Ist doch normal. Ami, ich habe eine Frage. Vielleicht kannst du mir in dieser Frage weiterhelfen. Was hältst du von Zungenbeten? Weil ich erkläre dir auch gleich, warum ich dich diese Frage stelle. Was hältst du davon? Ja, Zungenbeten, so dieses Schalaballaballa und sowas. Ne? Davon halte ich überhaupt nichts. Wenn damals durften die Apostel ja in verschiedenen Sprachen sprechen, um Menschen zu erreichen. Ne, die haben ja die griechische Sprache erlernt und andere Sprachen. Und die Leute haben sich gewundert, haben gesagt, ey, die sprechen in unserer Sprache. Gott hat ihnen das erlaubt, damit sie das Evangelium verkündigen. Aber so, was wir heutzutage sehen, das wirkt sehr, sehr eher verstörend. Also wenn ich manchmal so scrolle hier auf TikTok und dann wird mir irgendwas angezeigt von irgendwelchen Christen, die dann anfangen, dann auf einmal voll loszugehen. Shalamalagala, walalala, walalala. Das hört sich an wie so, das ist so irgendwie wie Schamanen, ne? So wie die Schamanen damals in den afrikanischen Stämmen. Die haben auch sowas gemacht. Das ist also so ein ganz komischer Geist. Weißt du, ich mache da auch kein Geheimnis draus. Mich stört das auch nicht, damit offen umzugehen. Es war halt nur, ich kannte mich mit diesem Thema zum Beispiel gar nicht aus. So. Und ich habe eine sehr große Familie und einer davon geht jetzt in eine Kirche, wo die das hauptsächlich praktizieren. Und wir haben gemeinsam gebetet einmal und er hat es dann damit angefangen, das bei mir zu machen. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt. Ich habe mich danach erst mit dem Thema befasst und habe dann halt verstanden, was das überhaupt bedeutet oder wie man damit umgeht. Aber ab dem Tag, wo er das gemacht hat, haben bei mir diverse Panikattacken begonnen. Mir ging es psychisch sehr schlecht und das hält bis heute an. Und ich weiß nicht, was da passiert ist an diesem Abend. Aber das, ich sage dir seit diesem Abend, deswegen wollte ich deine Meinung dazu wissen. Ja, dir geht das nicht alleine. Ne? Viele, viele Geschwister, die in charismatischen Gemeinden unterwegs sind, haben natürlich Psychosen erlitten. Ne? Das ist sehr krank, sehr krank. Weil sie immer wieder etwas spüren und dann dieses Gefühl nicht mehr bekommen, drehen sie dann halt durch und denken, Gott hat sie verlassen, Gott will sie nicht, Gott hat sie verstoßen und sowas, verstehst du? Die kommen dann auf übelsten Gedanken, weil der Satan ihnen das dann einflößt, das ist das Problem. Und das hört sich jetzt auch sehr komisch an, aber seit dem Tag, wo das war, ich bete halt auch jeden Tag. Und seit dem Tag, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, ich habe so ein Gefühl, es kommt kein Gebet mehr an. Egal, was ich bete, normalerweise du betest und du weißt ja, wie das ist, aber seit dem Tag ist irgendwas anders, als würde nichts mehr ankommen, ich kann das nur so beschreiben. So, und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich versuch mich an. Aber irgendwie. Weißt du was? Wir beten jetzt mal zusammen dafür, dass der Herr dir da wieder die Kraft dazu gibt, dass du auch wieder genug Kraft bekommst, das Ganze auch zu stemmen. Ne? Wie wäre es damit? Hörst du mich? Hörst du mich? Hallo? Du hast sehr, sehr schlechten Empfang, mein Lieber. Kannst du mal bitte irgendwo hingehen, wo du Empfang hast? Hört ihr ihn? Ich höre gar nichts mehr.
Ich höre den nicht, ja. Ich höre den auch nicht. Geh nochmal raus und komm nochmal rein. Ja, das ist das, ne? Das habe ich schon von sehr vielen gehört, die sich in charismatischen Gemeinden so, also in charismatischen Gemeinden unterwegs waren und dort immer irgendwie was gespürt haben und auf einmal das nicht mehr spüren und da ja total wahnsinnig geworden sind, ne? Irrenanstalt gelandet sind, unter Tabletten gestellt wurden und alles. Ja, unglaublich. Sie wollen immer irgendwie was spüren. Nein. Der Herr sagt nicht, ihr sollt etwas spüren, ihr sollt glauben. Der Glaube soll euch festigen, fest verwurzelt, und der Heilige Geist in euch wird euch in alle Wahrheiten lenken und leiten. Habt Vertrauen auf den Herrn. Wir sind hier nicht im Buddhismus oder Hinduismus oder was, ne, wo du ständig irgendwas fühlen musst. Nein. Du darfst aus Gnade errettet sein. Das ist ein Versprechen von Gott. Und darauf halten wir ihn fest. Gott hat dir versprochen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht jeder, der was fühlt und spürt, nein, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben erhält. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. So einfach ist das. Gott macht uns den Weg einfach. Ganz einfach. Auch für die Muslime. Du musst nicht fünfmal am Tag beten in einer bestimmten Ordnung oder was, damit du Gott gefällst. Habe ich euch erzählt, als ich im islamischen Unterricht war und der Kollege neben mir den Islam erklärt hat, sagt er zu mir: Amir, wenn du die Fußspitze falsch setzt, da ist dein Gebet ungültig. Wisst ihr, was ich in dem Moment gedacht habe? Will er mich auf den Arm nehmen? Gott macht sich Gedanken um meine Fußspitze. Da komme ich mit aufrichtigem Herz und will etwas über meine Religion erfahren, weil ich war auf dem Weg, ein frommer Muslim zu werden. Da sagt er eiskalt zu mir: Wenn du deine Fußspitze falsch setzt, ist dein Gebet ungültig. Allah macht sich Gedanken um meine Fußspitze. Schaut euch das an. In was für missliche Lage sie die Gläubigen bringen. Da habe ich gedacht, das ist ein Riesenschwindel. Sofort. Sofort war mir klar, das hat nichts mit Gott zu tun. Absolut nicht mit Gott zu tun. Absolut nicht mit Gott zu tun. Und dann bin ich auf den Vers Jeremia 2,22 gestoßen, der mir Antwort gegeben hat darauf. Schaut euch das an. Denn die Herzenseinstellung ist es. Du kannst noch 80 Millionen Mal dich waschen und irgendwie was machen. Denn wenn du dich auch mit Lauge waschen und viel Seife dazu nehmen würdest, so würde deine Schuld vor meinem Angesicht doch schmutzig bleiben, spricht Gott der Herr. So einfach ist das. Du kannst dich 8 Milliarden Mal waschen, Abdest machen. Dein Herz bleibt schmutzig. So einfach ist das. Weil du musst schauen, wer das hier reinigen kann. Das hier kann jeder reinigen. Ja, das hier kann jeder reinigen. Wer kann das hier reinigen? Sag es mir. Gott allein. Und zwar der Herr Jesus Christus. Der da ist Gott, der Allmächtige, der ins Fleisch gekommen ist, um für deine Schuld zu bezahlen. So einfach ist das. So einfach. Ja, war ich natürlich fassungslos, ne? Wo der mir das gesagt hat. Wenn du deine Fußspitze falsch setzt, so ist dein Gebet ungültig. Ich meine, ich so, ja, alles klar. Und das Schlimmste ist, der Satan spielt sogar noch mit den Haaren von eurem ANUS. Ich geh kaputt, ey. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und Hallo. deine Familie. Danke dich auch. Und zwar habe ich heute, ich habe so in der Bahn Bibel gelesen Ja. und ich habe dann irgendwie hatte ich das Gefühl, dass irgendwie wollte ich Apostelgeschichte lesen, dann habe ich das angefangen Ja. und dann war also die Pfingstpredigt von Petrus, kennst du die? Was möchtest du denn Ja. damit? Oder was, worauf willst du hinaus? Also ich wollte nur was vorlesen, was er dann gesagt hat, weil ich finde das schon krass. Also das ist ja auch wieder sozusagen ein Beweis, dass Jesus Gott ist. Deswegen. Ja, du kannst uns mal bitte Apostelgeschichte 2028 lesen. Ja. Und dann zeige ich dir, wer Gott ist. Pass mal auf. Ich weiß doch, dass Jesus Gott ist. Ja, nein, ich Also. weiß, dass du ihn bezeugst, aber ich möchte, dass die anderen das mal hören. Lies uns das mal bitte vor. Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 28. Okay.
So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist zu Leitern eingesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu weiden, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Wer hat die Gemeinde durch sein eigenes Blut erworben? Jesus Christus. Aber was steht da? Gott? Ja, Gottes zu weiden, ja. Nein, wer hat die Gemeinde durch sein eigenes Blut erworben? Warte, was? Lies mal den Vers nochmal vor. Okay, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist zu Leitern eingesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu weiden, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Ja. Wer hat die Gemeinde erworben mit seinem eigenen Blut? Jesus Christus, also Gott. Was steht dort? Aha, so einfach ist das. Weil Gott kann ja nicht bluten. Jesus ist Gott. Ja, das ist schon krass. Das aber ist heftig, ne? Das kannte ich auch noch nicht, ja. Das ist Knockout, direkt so mit Highkick in die Schläfe rein. Ja. Weil du bist ja, Gott kann ja nicht bluten. Also ist das nur möglich, dass Jesus Christus, der allmächtige Gott, ins Fleisch gekommen ist, um die Gemeinde durch sein eigenes Blut zu erwerben. Ganz einfach. Die Bibel ist schon ein sehr, sehr komplexes Buch. Das muss man zugeben, ja. Man muss manchmal Verse sehr oft lesen, damit man das wirklich begriffen hat. Aber die Gottheit des Herrn Jesus Christus hat der Herr uns extra leicht gemacht, damit wir das begreifen und verstehen. Damit wir seine Gottheit sofort begreifen und sagen, ey, warte mal, Jesus Christus behauptet die ganze Zeit, Gott selbst zu sein. Die Juden haben es verstanden. Seine Worte sind heilig. Die Taten, die er vollbracht hat, die kann nur Gott so vollziehen, vollbringen. Apostelgeschichte 20, 28, merkt euch das, ihr Lieben. Aber was ich auch krass fand, ne, das ist ja bei Apostelgeschichte 1, 2, das ist ja nach der Ausgießung vom Heiligen Geist. Und dann bei der Predigt, predigt Petrus ja in einer anderen Sprache, ne? Also sozusagen spricht der Heilige Geist durch Petrus und dann sagt er in 36, so soll nun das ganze Haus Israel ganz sicher wissen, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Zum Herrn, genau. Wer ist der Herr im Alten Testament? Ja, Gott. Also Gott, jetzt, genau, Gott der Herr. Ja, Schlachter steht auch Gott anstatt Herr. Also, ich habe jetzt hier Luther. Schlag mal bitte Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 58 auf. 7, 58, hier. Bevor ich die Frage stelle, zu wem betet ihr, ihr Lieben? Jesus. 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 Okay. Perfekt. Lies uns bitte den Abschnitt vor. Okay. Soll ich bis Ende lesen, also bis 60? Okay. Sind nur noch zwei Verse danach, genau. Also ja. Ab 57, glaube ich, und dann durch. Ja, 59 und 60 kommt dann. Soll ich ab 57 oder 58? Aber ab 57. Okay. Sie schrien aber laut und hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn, und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes ab, der Saulus hieß, und sie steinigten Stephanus, der Gott anrief und sagte, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann kniete der Gott anrief und sagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf, der betete und sprach weiter. Also, dann kniet er nieder und schrie laut, Herr, rechne ihnen die Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, starb er. Starb er, siehst du. Herr Jesus, rechne ihnen die Sünde nicht an. Also, was wusste ich, also sowas, das habe ich auch noch nicht gesehen. Stephanus, das ist der erste Märtyrer im Christentum, der die ganzen Steine abbekommen hat, der Saulus. Paulus hat ja seinen Tod angeordnet. Und dann sieht er auf einmal, ja, ist der Stephanus denn, Stephanus ist ja nicht verrückt. Er sieht den Himmel auf, da sieht er Jesus Christus und er betet und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Aha, aber ich dachte, Jesus ist nicht Gott. Wie kann der Stephanus ihn in den Himmel sehen und sagen, Herr Jesus Christus, nimm meinen Geist auf. Ja, das ist das, diese Jesus-Gottes-Leugner, ne? Die werden noch sehen. Was meinst du, wie oft ich Diskussionen hatte mit Zeugen Jehovas? Die haben so ihre Koffer gepackt, sind ja abgehauen, ne? Ja, ich kannte selbst auch Zeugen Jehovas, das waren unsere Nachbarn. Aber da war ich noch etwas kleiner.
Ja, das ist das Traurige. Ne? Die werden angelogen von ihren Tempelwächtern da oder wie die sich da nennen, Wachturmgesellschaft und ja, traurig. Traurig. Ja, betet für sie, dass die eine oder andere zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Ja, wirklich. Man sieht so in richtig vielen Passagen, wenn man sich damit wirklich befasst, dass man, also dann beachtet man das mehr, als wenn man einfach nur drauf losliest, sozusagen, finde ich. Der Jesus Christus wird ja angebetet in Matthäus 14, 33. Guck, Matthäus 14, 33. Und er nimmt die Gebete auch an. Das ist ja das Heftige. Entweder Matthäus oder Lukas, warte. 14, 33. Ah ja, ich hatte recht, Matthäus 14, 33. Da kamen die, in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Oh, also seine Jünger beten ihn an und Jesus empfängt die Gebete. Wenn er ein gewöhnlicher Mensch ist, müsste er nicht sagen, hey, stopp, was du machst, ist Anbetung. Bete Gott an. Jesus Christus empfängt die Gebete. Ja, das ist wirklich... Ja, man muss wirklich ein Teufel sein, um die Bibel zu lesen und um nicht zu erkennen, dass Jesus Christus Gott ist. Das ist das. Du musst ein verdorbenes Herz haben. Ignoranter Mensch einfach sein, wirklich. Ja, das ist das. Genau, Johannes 8, 58, ne, Bezug auf 2. Mose 3, 14. Ich bin, der ich bin. Ne? Ja. Und da sagt Jesus ja, ich bin. Also bevor Abraham war, ich bin. Abraham habe ich schon existiert. Und dann haben die gesagt, ja, wie kann der denn das, wie geht das denn? Der ist nicht mal 50 Jahre alt. Ich liebe diesen Satz, ne? Die Juden, die das gesagt haben, du bist nicht mal 50, hast du Abraham gesehen? Ey, Abraham, war, bin ich, sagt der Herr. So sieht's aus. Ja, Johannes 20, 28, das war ja auch mit Thomas, ne? Wo er sagt, mein Herr, oh mein Gott. Ja, mein Gott, ne? Und das Wort ist ja Proskonio, ne? Anbetend. Er warf sich anbetend vor ihm nieder. Aber das war, weil Thomas nicht glaubte, dass er auferstanden ist, oder? Ja, genau. Der Thomas dann, war ungläubig, bis der Herr gesagt hat, komm her, Thomas, leg deine Hände in meine Seite und glaube, dass ich es bin. Glaube, dass ich es bin. Thomas legte die Finger in seine Seite und sprach, mein Herr und mein Gott, und warf sich anbetend vor ihm nieder. Einem Juden ist es ja verboten, einfach zu sagen, mein Herr und mein Gott, das ist ja Wahnsinn. Geh mal zu einem Juden und sag, würdest du dich einfach anbeten vor einem Menschen niederwerfen, wenn du auch nicht meinst, dass das wirklich Gott ist? Der würde sagen, niemals würde ich das machen, nie. Ja. Ja, das ist das. Und dann, warte, kam danach nicht dieser Vers mit dem, selig sind die, die glauben und nicht sehen? Ja, das finde ich ist wirklich, weil ich finde, wenn man sieht, also wenn man wirklich etwas so erlebt, was richtig so wirklich zu 100% mit Gott ist, ich finde, dann hat man ja auch sozusagen keine andere Chance, aber wenn man wirklich aus sich selber das entscheidet, dann fühlt man das auch viel mehr, finde ich, als so. Ja, genau. Also ich weiß nicht, wie es sich anders anfühlt, aber ich denke mal so, dass man, also ich fühle es so eigentlich sehr gut oder sehr, also perfekt. Ja, du siehst, durchweg der Bibel behauptet der Herr Jesus Christus die ganze Zeit, Gott der Allmächtige zu sein. Ne? Und das hat er auch bewiesen, er hat den Tod besiegt. So wie der Vater die Toten lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, wen er will. Vollmacht. Er wird auch der Richter sein. Und das ist auch ein Widerspruch im Islam. Guck dir das mal an. Der Allah teilt also seine Allwissenheit mit einem menschlichen Wesen wie Jesus Christus. Das ist heftig. Das ist krass. Er gibt ihm die richterliche Fähigkeit. Guck mal hier. Ach so, ja. Der Allah sagt in Sure 7, Vers 87, er ist der Beste, der richten kann. Allah ist nur der Beste, der richten kann. In Sure 10, Vers 109, Allah ist der Beste, der Richter. Und dann in Sure 95, Vers 8, ist nicht Allah der Weiseste, der Richter? Ist er nicht der Beste, der am richten kann? Also niemand kann laut Allahs Aussagen besser als er richten. Richtig? Das ist ja die Fähigkeit Gottes zu richten, weil er muss ja Kenntnis haben über jede einzelne Struktur in unserem Leben. Für jede kleine Wimpernschlag in unserem Leben muss er alles wissen, weil er allwissend ist, richtig? Guck mal hier. In Sunan Ibn Majah, Hadith 40, 78, sagt Mohammed durch die Hadithe, die Stunde wird erst beginnen, wenn Isa Ibn Maryam als gerechter Richter und gerechter Herrscher herabkommt. Oh, ich dachte, es gibt kein gerechtes Richten als das Richten von Allah. Aha.
Aha. Und dann hebt er noch die Jizya auf. Weißt du, was das bedeutet? Im Islam ist es ja so, die Abrogation. Nur Gott alleine kann die Verse aufheben. Und dann siehst du auf einmal, wie Jesus Christus zurückkommt und die Jizya aufhebt. Das allein nur eine Tätigkeit ist, die Gott alleine erledigen kann im Islam. Heißt nicht Jizya irgendwie Steuern zahlen? Ja, das ist Strafmaß. Ach so, Also okay. Strafzahlung. Ja, das kenne ich nur von dieser, von der Scharia, von diesen drei Dingen. Ja, Also genau. Islam annehmen, Jizya bezahlen, also die Ungläubigen Jizya bezahlen oder Ding. Oder halt Nackentherapie. Ja, genau. Oder Jesus im Koran kriegt ja auch die Macht, Leben zu geben. Ja. Ich weiß nicht, welche Sure es war, Ja, aber du kannst, lies mal bitte für uns Johannes 5, Vers 22. Schau mal, was der Herr Jesus Christus für eine Vollmacht bekommen. hier 5,22. Ja, Denn genau. der Kannst ab 5, 20 lesen. Okay. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut, und wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch wundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und sie lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, die er will. Denn der Vater richtet niemanden, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Stopp. Wie kann Jesus ein normaler Mensch sein, wenn er nicht die Fähigkeit hat, die gesamte Menschheit zu begutachten und zu richten? Er muss Gott sein, Mann. Es ist ja Wahnsinn zu behaupten, dass Jesus Christus nicht Gott ist. Wenn er sagt, alles Gericht ist mir übergeben worden, dann muss er aber auch die Fähigkeit haben, Allwissenheit drauf zu haben, diese Allwissenheit zu haben, um gerecht zu richten, weil nur Gott allein kann er gerecht richten. Ja. Hier und zum Beispiel in Kolosser 1, 2, 2, 9 steht, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Auch nochmal dazu. Ich höre dich irgendwie nicht, keine Ahnung. Hörst du mich? Ah, jetzt, ja. Das auch nochmal dazu. Ja, richtig. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und Jo. deine Familie. Danke euch auch und danke für die Geschenke. Ihr habt mir was geschenkt hier. Ciao, Gott segne. Hier gibt's Presents. Gottes Segen, mach's gut. Genau, Sahih al-Bukhari 3286. Satan berührte Jesus nicht. Er durfte Jesus Christus und Maria nicht berühren. Hallo? Jetzt ist er rausgegangen. Jetzt ist er raus. Salam. Walaikum Salam. Gott segne dich und deine Familie. Alhamdulillah, Jesus, mir geht's gut. Wie geht's dir? Ich habe dich seit, glaube ich, Jahren jetzt verfolgt und so. Ja. Und ich habe immer mich gefragt, warum du irgendwie Verse sagst, wo Mohammed andere Leute angegriffen hat. Aber man kennt ja vom Koran her, dass er angegriffen wurde und sich verteidigt hat. Nein, er hat die Götter der Quraysh beleidigt. Aber von wo holst du diese Versen und so? Von At-Tabari. Von wo? Von Imam At-Tabari. Er sagt uns zum Beispiel die Geschichte, was mit den Quraysh passiert ist. Als er damals die Erleuchtung bekommen hat von Jibril in der Höhle, kam er dann zu seinem Volk und hat Allah verkündigt. Und die hatten erstmal gar kein Problem damit, dass er predigt. Sie hatten dann ein Problem mit ihnen, als er ihre Traditionen, ihre Götter und ihre ganze Sippschaft beleidigt hat und gesagt hat, ihr seid ekelhafte Götzendiener und, und. Er hat sie also von oben bis unten beleidigt. Ganz genau, wenn ich heute zu dir komme und sage, Allah ist so und so, Islam ist so und so, wie würdest du reagieren? Ja, verstehe ich, was du meinst, aber es ist doch so. Warte, warte, ich weiß, wie du dich fühlst und so, aber er ist ja mit einem gewissen Grund dahin gekommen, um Leute dann zum Islam zu berufen, weißt du? Aber es heißt ja nicht, dass er die Leute da beleidigt hat und. Doch, er hat zu ihnen gesagt, wenn ihr stolz seid, was vor dem Islam war, geh und beiß in den Penis deines Vaters. Was? Ja. Und das soll ich dir glauben. Ich kann es dir beweisen.
Hey, das ist so lächerlich, was du so gerade sagst. Das ist die Aussage deines Propheten. Wenn du das als lächerlich betitelst, dann gerne. Kannst du machen. Und du sagst immer, ja, kein Plan, was das nur, was du was sagst. Stell dir mal vor, einer der Christen kommt zu dir und sagt, wenn du stolz bist auf den Islam, geh und beiß in den Penis deines Vaters. Wie würdest du reagieren? Was? Check ich nicht. Ich habe eine ganz normale Frage gestellt. Wenn also jemand, der Christen, zu dir kommt und das Gleiche zu dir sagt, aber nur andersrum, wie dein Prophet das gesagt hat, zu Andersgläubigen, und zu dir das aber sagt, wenn du stolz bist auf den Islam, geh und beiß in den Penis deines Vaters, wie würdest du dich fühlen? Glaube ich nicht. Das hat er nicht gesagt. Du bist so langsam wie die militante Veganerin geworden. Ich mach bald meinen Song raus. Gib dem Koran hier keine Chance. Und dem Islam erst recht niemals. Gib dem Islam hier keine Chancen und den Koran niemals lesen. Schütze dich und deine Familie vor dem Text. Ja. Das kannst du von früher, gell? Ich bin Dr. Sheikh Abu Amir. Nicht umsonst bin ich Doktor geworden. Ich habe Doktortitel in Unterhaltungsbranche. Aber Bruder, ja? Du kommst immer mit denselben Sachen. Zum Beispiel das mit diesem Penis und so. Das habe ich schon mal gehört. Ja, also du siehst, dass du das nicht akzeptieren kannst. Selbst wenn ich das tausendmal erwähne, sagst du immer noch, wie? Was? Das sind deine Argumente. Weil man muss ja die wichtigen Ereignisse betrachten, zum Beispiel. Man kann ja nicht. Was ist denn das wichtigste Ereignis, als der Mohammed von Jibril gewürgt wurde? Immer. Zum Beispiel, wenn jetzt die ganzen Menschen im Knast zum Christentum konvertieren, heißt es dann, die sind jetzt vom reiner Seele, oder? Hat niemand gesagt. Ja, sie haben das erkannt, dass sie Sünder sind und dass sie jemanden brauchen, der stellvertretend für sie bezahlt. Weil sie wissen, dass sie es aus eigenen Stücken nicht schaffen. So aber ist das. So wie der Prophet gesagt hat. So wie dein Prophet gesagt hat, niemand wird gerettet durch seine guten Taten. Da haben die gesagt, nicht einmal du, Rasulallah. Hat er gesagt, nein, Allah ist barmherzig mir gegenüber. Das sind zwei verschiedene Sachen beim Islam und Christentum. Beim Islam werden die Sünden nicht gelöscht, so wie bei euch da, oder nicht? Im Islam ist es so, dass Juden und Christen für dich bezahlen werden. Wir sind dein Ticket ins Jannah. Wir werden für dich dann brennen in der Nein. Jeder Mensch bis zum 15. Lebensjahr ist ein Muslim. Und wenn jemand sich nicht darüber beschäftigt und das, den geraden Weg nicht findet, dann. Also zum Beispiel, wenn Allah einfach jemanden in die Hölle wirft, der noch niemals gesündigt hat, ist Allah ungerecht oder ist er gerecht? Wie bitte? Wenn jemand im Islam, also wenn ein Mensch noch niemals gesündigt hat in seinem Leben, ist das dann gerecht, dass der Aladdin in die Hölle wirft oder ist das ungerecht? So viel weiß ich jetzt auch nicht, aber ich weiß, dass man als Muslime seine Gebete wofür, machen muss. Wofür bestraft denn Gott dich? Wofür bestraft Gott dich? Wofür was? Wofür bestraft Allah dich? Tja, weiß ich nicht. Ah, du weißt nicht, wofür Gott dich bestraft. Also du bist ein perfekter Mensch, du hast nie gesündigt? Nee. Oh ja, okay, gut, wenn ich sündige, ja. Richtig, also Gott hat nur eine Möglichkeit, dich zu bestrafen, weil du sündigst, richtig? Ja. Also wenn ich zum Beispiel nie in meinem Leben gesündigt habe, hat Gott noch die Berechtigung, mich in die Hölle zu werfen? Nee, also liberalische Weise nicht. Was für liberalische Weise. Gott bestraft uns, weil wir sündigen. Wenn wir also nicht sündigen, hat Gott keine Möglichkeit, uns zu bestrafen, weil wir ja nie etwas Falsches getan haben. Richtig? Ja, so ist es ja auch früher mit den Menschen gewesen. Bevor Islam. Nein, die Menschen sind doch alle Sünder, mein Lieber. Ich sage dir nur gerade, hier gibt es ein Hadith in Sahih Muslim, Hadith 266 2c. Ja. Und da ist ein Kind der Ansar gestorben, so ein zweijähriges Kind, das noch nie das Alter der Sünde erreicht hat oder wo man sündigen kann. Und dann sagte Aisha, oh, Gesandter Allahs,
da ist glücklich, also Glückseligkeit im Himmel. Es wird jetzt ein Vogel von den Paradiesvögeln sein. Denn es hat noch niemals eine Sünde begangen im Himmel. Es hat noch niemals eine Sünde begangen, noch das Alter erreicht, wo man sündigen kann. Da sagt auf einmal Mohammed, oh Aisha, das könnte auch anders sein. Denn Gott hat schon vor Anbeginn der Zeit schon vorherbestimmt, wer für die Hölle bereit gemacht ist und vor Anbeginn der Zeit, wer für das Himmelreich bereit gemacht ist. Hast du schon mal sowas gehört? Boah, man kennt doch, dass Kinder, wenn die sterben, dann nicht in die Hölle gehen oder so. Ja, aber laut deinem Propheten sagt er, es kann doch sein, dass er in der Hölle ist. Aber das Kind hat doch noch niemals gesündigt. Aber welchen Hadith soll man jetzt glauben? Das ist Sahih Muslim, das musst du glauben. Dann widersprichst sich doch zwei Sachen, oder nicht? Sehr gut. Deswegen sage ich dir, komm raus aus dem Islam und triff deine Entscheidung für Jesus Christus. Du hast sehr weise gesprochen. Nein, also ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber wenn das so ist, dann du hast doch gerade mit aufrichtigem Herzen geantwortet. Ja, aber ich kenne doch deinen Hadith nicht, den du gerade... Okay, dann hast du einen Laptop da? Nee. Hast du zwei Handy da? Nee. Ich lese dir das vor. Muslim 2662662C. Gehst du noch trainieren? Ja. Immer. Ich muss immer fit bleiben für euch. Run away! Run away! Ich muss immer laufen. Ja, guck mal, Habib. Der Dach ist so catchy. Habib, schreib dir das auf. Sahih Muslim, Hadith 2662C. Ja, nicht vor. Okay. Allahs Gesandter, es gibt Glück für dieses Kind, dass ein Vogel unter den Paradiesvögeln ist, denn es hat keine Sünde begangen, noch hat es das Alter erreicht, in dem man Sünden begehen kann. Er sagte, Aisha, je nach Abenteuer kann es anders sein, weil Gott diejenigen für das Paradies geschaffen hat, die dafür geeignet sind, als sie noch in den Lenden ihres Vaters waren, und für die Hölle diejenigen geschaffen hat, die in die Hölle kommen sollen. Er schuf sie für die Hölle, noch Lenden ihres Vaters waren. Das arme Kind. Die Familie ist gerade am Ende. Muss dieses Kind begraben? Da kommt, die haben wenigstens die Hoffnung, dass Gott dieses Kind wenigstens in den Himmelreich lässt. Da sagt er auf einmal der Mohammed, nee, ihr Lieben, es könnte auch anders sein. Wir sind gerade fertig, voll am Wein. Oh, mein Kind ist nicht da. Normal, ist ja normale Reaktion. Dann kommt auch Mohammed um die Ecke und sagt, ja, es könnte auch in der Hölle sein. Hast du schon mal sowas gesehen? Bist du katholisch? Nein, ich bin ein wiedergeborener Christ. Wie? Also gehörst du keiner Religion, oder? Wir haben keine Religion. Die Christen haben keine Religion. Die haben eine lebendige Beziehung zu Gott. Wie du hast Religion. Buddhisten haben Religion. Hinduisten und diese ganzen Tausenden von Religionen, die es da draußen gibt. Ne? Und das ist, glaubst du, dass Jesus Gott ist? Natürlich, er sagt es doch. Und warum denken dann manche, dass er Sohn Gottes ist? Ja, weil die sich nicht mit der Bibel auseinandergesetzt haben. Also denken die falsch. Genau, denn Sohn Gottes ist nichts anderes als Gott selber. Gott der Sohn, das ist sein Titel. Wir glauben an den dreieinigen Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Der Sohn wurde Mensch und kam als ein sterbliches Wesen hier auf dieser Erde. Aber dann ist es auch widersprüchlich, wenn er in der Bibel sagt, ja, ich bin Sohn Gottes, ich bin Gott selber. Ja, Sohn Gottes, weißt du? Mein Lieber, Sohn Gottes verstehen die Juden, dass er sich Gott gleich macht. Er hat Gott seinen Vater genannt, womit er sich Gott gleich machte. Johannes 5, Vers 18. Soll ich dir das vorlesen? Also stimmst du mir zu, aber, nee, dass er das macht. Du hörst mir gar nicht zu. Natürlich. Ja. Guck mal hier, Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Darum suchten Juden noch mehr, ihn zu töten, denn er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Also ist er Sohn Gottes auch. Natürlich, er ist sowohl als auch. Bist du, aus welchem Land kommst du? Ich? Ja. Ein Kurde. Kurde. Du bist ein Mensch und ein Kurde, ne? Was? Du bist ein Mensch und ein Kurde, ne? Nee, ich bin ein Mensch. Du bist nur ein Mensch, aber kein Kurde. Ich gehöre
Nationalität habe ich Kurdistan, ja. Also du bist ein Mensch und kommst aus Kurdistan, ne? Ich weiß nicht, wovon du hinaus willst, aber... Ich will dir sagen, dass Gott eine zweite Natur zu seiner menschlichen Natur genommen hat. Gott, der Allmächtige, hat sich entschlossen, Mensch zu werden. So wie eine Münze. Eine Münze brennt, aber zwei Seiten hat, verstehst du? Und sie bleibt trotzdem eine Münze. Ja, gut. Damit du das verstehst, ganz vereinfacht, so für... so grundschulmäßig, weißt du? Damit wir das ganz einfach hier durchgehen. So wie du ein Mensch bist und ein Kurde bist, so hat sich Gott entschlossen, zu seiner göttlichen Natur auch eine menschliche Natur zu nehmen. Er hat also zwei Seiten der Medaille. So musst du das verstehen. Warum schreiben die mir alle hier, kommt zu Jesus? Ja, weil die dich lieben und dich gerettet sehen wollen. Islam lieben dich nicht. Die Muslime haben ja deine Vorfahren Nacken therapiert. ja, okay, gut. Du sagst Nacken therapiert, aber wie haben die Christen das geschafft? Paulus war der größte Evangelist aller Zeiten. Er hat sich dann durch die Obrigkeit dann irgendwann mal, weil er zu viel gepredigt hat, so wie Apostel Paulus, Petrus, Jakobus und Johannes. Die sind alle als Märtyrer durchgegangen. Sie haben niemanden verletzt. Was haben unsere Propheten gemacht? Haben die irgendwelche Menschen verletzt? Ja, der Mohammed hat gesagt zu den Quraysh, ich bin zu euch gekommen mit der Nackentherapie. Doch, er hat gesagt, wa aistu bi saif, umirtu an uqatila nas, hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ich bin mit dem Schwert in Sand, gegen alle Menschen zu kämpfen, bis sie bezeugen, dass es kein Gott gibt außer Allah und ich der Gesandte bin. Nein, klingt sehr friedlich, ne? Er wurde angegriffen, du hast das selber gesagt am Anfang. er wurde angegriffen, weil er die Götter der Menschen beleidigt hat. Nein, das ist nicht das. Ja, Imam At-Tabari sagt uns das. Die haben ihn als eine Gefahr angesehen und dann haben die ihn angegriffen. Nein, sie haben kein Problem damit gehabt, als er normal gepredigt hat. Sie hatten erst ein Problem damit, als er ihre Familientraditionen und ihre Götter beleidigt hat. Dann haben sie ein Problem gehabt, haben ihn vertrieben. Das, er ist was ja selber von Medina weggegangen, oder nicht? Stimmt das? Er ist doch von Medina geflohen. Stimmt oder nicht? Mekka nach Medina ist er gegangen, genau. Er hat dort den ersten islamischen Staat gegründet und von dort seine Schreckensherrschaft begonnen. Hatte die jüdischen Dörfer überfallen, Banu Qurayza, Banu Kunayka, Banu An-Nadir und die ganzen anderen Dörfer. Ne? Der hat die auseinandergenommen und hat die Menschen zum Islam gezwungen. Ne? Der Massaker von Banu Qurayza, ne? 600 bis 900 Juden, hat er nackt therapiert. Das kannst du alles nachlesen in seiner Biografie. Du wirst merken, dass er der König des islamischen Staates ist. Und das ist deinem Volk auch passiert, den Kurden. Ich rate dir, komm raus aus dem Islam und treffe deine Entscheidung für Jesus Christus, der dich liebt und sein Leben für dich gegeben hat. Guck, der Herr Jesus Christus spricht zu dir. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafshürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie hinaus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus, sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Verstehst du? Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben, Mohammed. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, für dich. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber
ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und bin denen meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe, für dich. Und ich habe noch andere Schafe, du, die nicht aus dieser Schafshürde sind, du. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und eine Hirte sein. Es wird eine Menschheit sein und ein Gott sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Jesus Christus hat die Vollmacht, es zu nehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen. Ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Da entstand wiederum eine Spaltung unter den Juden um dieser Worte willen. Und viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Weshalb hört ihr auf ihn? Andere sagten, das ist nicht die Worte eines Besessenen. Kann ein Dämon Blinden die Augen öffnen? Es fand aber in Jerusalem das Fest der Tempelweihe statt. Und es war Winter. Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos umher. Und da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus? So sage es frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Aber ihr glaubt mir nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Du hast heute die gute Möglichkeit, gerettet zu werden. Du hast die Stimme des Herrn Jesus Christus gehört und du kannst in die Schafsherde kommen. So wie du bist. Einfach ja sagen, Jesus. Ich habe eine Frage, ne? Ich glaube, wir sind da ganz unterschiedlich. Du denkst ja, alle Religionen sind jetzt vom Teufel her oder so, oder? Natürlich. Hab ich das richtig natürlich. Alle Wege um Jesus Christus. Ich denke so, warte. Ich denke so, ich kann von jeder Religion das Gute mitnehmen und mich daraus zu einem besseren Menschen machen, weißt du? Ach so, du willst also Sure 9, Vers 5 in dieser Gesellschaft praktizieren? Hä? Du willst also Sura al-Tauba, Aya 5, dann hier an dieser Gesellschaft praktizieren. Das ist das Gute, was du da mitnimmst im Islam, oder was? Ich weiß nicht, was du da rezitiert hast, aber... Ja, dann kannst du das mal lesen. Mal gucken, ob dir... Ich sag doch das Gute. Was du auch immer du gelesen hast, gibt's auch so viele schlechte Sachen in der Bibel oder so. Okay, aber zum Aber zu sagen, dass alle Religionen vom Teufel abspannen, ja, wenn der Herr Jesus Christus in Johannes 14,6 sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Was sagt er da in dem Moment? Ja, aber im Islam ist das doch auch so. Also siehst dann du, wenn der Islam sagt, der Islam ist der einzige Weg, dann ist für den Islam alle anderen Wege teuflische Wege. Also ja. Wenn der Herr Jesus Christus sagt, nur durch mich geht es Vergebung der Schuld zu erlangen, so sind um Jesus Christus alle anderen Wege teuflische Wege. Ja, okay, aber warum redest du dann Islam schlecht dann? Kann doch nicht wahr sein. Der Islam redet doch die Christen schlecht und Juden schlecht. Ja. Kannst du mal Sura 98, Vers 6 aufschlagen? Guck mal, wie dein Buch uns beleidigt. Ja, alles gut. Ich bin hier nur wegen Unterhaltung reingekommen. Ich wollte nicht jetzt... Okay, du hast aber die Botschaft gehört. Jetzt kannst du nicht mehr sagen, dass du das nicht mehr gehört hast. Gott segne dich und deine Familie. Ich wünsche dir alles Gute noch. Ich dir auch. Kurdi. RBG Kurdistan. Gottes Segen. Ciao. Ja, er hat aber wenigstens die Botschaft gehört. Er kann für sich selber das dann nochmal hören und auch diejenigen, die hier drinnen waren. Ja, hallo Amir, ich grüße dich, Gottes Segen dir nochmal. Hallo Olli, Gottes Segen, mein Lieber. Hast du mich gut? Ah! Entschuldigung, immer wenn dieser Filter kommt, ich muss immer Ah machen. Alles geht, kein Problem. Kannst du mich gut hören? Ja, ich höre dich gut. Ja, okay. Pass auf, ich hatte zwei Sachen, wie gesagt, erwähnt. Ich war heute bei jemandem live, den du womöglich auch kennst, denn er nennt sich Abu Qasim, nennt er sich. Sagt dir der Name was? Ich glaube, du meinst Abu Rosinenkopf oder was, ne?
Ich kann sein, dass das da steht, dann weiß ich es nicht. Also da steht Abu Qasim. Er hat das wohl irgendwie, ich weiß es nicht, mitbekommen, als ich gestern ja in deinem Live war. Und ich will dir aber nichts Falsches in den Mund legen. Richtig gehört habe, wenn ich ja nicht an diese 72 Jungfrauen glaube, also dass das wirklich so ein Paradies ist, bin ich ja raus aus dem Islam. Und er hat mich gebeten, dass wo das steht, also dass ich irgendwie, dass das irgendwie bewiesen werden soll. Wo steht das, wenn man das nicht glaubt, dass man dann raus aus dem Islam ist? Ja, glaubst du, dass Gott dir Jungfrauen im Himmelreich verspricht? Nee, also einfach ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Okay, siehst du, der Koran sagt das. Und wenn du einen Buchstaben aus dem Koran leugnest, bist du ein Käfer. Ganz einfach. Okay, okay. Der Typ ist behämmert im Kopf. Du brauchst gar nicht solchen Leuten zuzuhören. Okay, gut, danke. Und ganz kurz mit den 72 Jungfrauen. Steht das nochmal Koran und oder Hadithe? Im Koran ist verzeichnet, dass du Frauen im Himmelreich bekommst von Allah. Und zwar auch mit üppigen Schwellen, du weißt schon was. Guck mal hier. Der Allah sagt zum Beispiel in Sure 55, Vers 56, darin sind weibliche Wesen, die ihre Blicke zurückhalten, die vor ihnen weder Mensch noch Dschinn entjungfert haben. Ja. Oh. Du willst also Frauen im Himmelreich entjungfern, ne? Das ist, also wie gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es sowas von einem heiligen Gott gibt. Sie selber können sich das nicht vorstellen, Mann. Ja. Die haben ein riesiges Problem mit dem Himmelreich von Allah. Ja. Und wie hast du dich damit beschäftigt? Also du hast den Koran ja, vermute ich mal, ganz durchgelesen schon mal, oder? Richtig. Und diese Sunna und Hadithe auch alle oder teilweise? Oder wie hast du dich? Ist ja Wahnsinn, was sich alles in der Sunna befindet. Okay, okay, gut. Ja, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass du mich bewusst, habe ich ja schon gestern gesagt, anlügen tust. Ich glaube, dass du alles verwahrst und alles mit Quellen da geprüft wohl hast. Also ich glaube dir das. Du hast ja noch einen Christian Prince irgendwie erwähnt. Ist er noch belesener wie du? Da kennt er sich noch besser aus als du, oder? Ich glaube, ohne Christian Prince wären die meisten noch hinterm Mond am Leben, was den Islam betrifft. Okay. Und der hat schon sehr, sehr große Detonation ausgelöst, weltweit, ne? Die Englisch verstehen, wissen ganz genau, wer CP ist. Und er ist ja jeden Tag, hast du gesagt, online irgendwie, dass sich irgendwie Muslime zur Debatte ihm stellen können. Ja, genau, er ist jeden Tag online und die Muslime können ihn anrufen, das ist gar kein Problem. Okay, ja, das weiß ich noch, das hast du auch in YouTube-Videos schon mal gesagt, auch schon vor 3-4 Jahren. Wenn nicht, dann geh doch dahin und debattiere mit ihm, wenn du dich traust, so sinngemäß. Hast du das, glaube ich, schon vor ein paar Jahren schon gesagt? Ja, genau. Genau, da habe ich das noch richtig behalten. Und hier in TikTok, wie lange machst du das jetzt schon? TikTok mache ich, glaube ich, seit einem Jahr oder was, ne, ihr Lieben? Wie lange machen wir jetzt schon TikTok? Seit einem Jahr. Ich glaube, die meisten sind, haben, und TikTok haben die wegen mir gemacht, ey, die hier drinne sind. Okay. Und meinst du, es gab wirklich schon viele, die dadurch den Islam verlassen haben? Also dadurch deine TikTok-Lives und so weiter? Ich denke, durch die YouTube-Sachen sind die sehr, sehr rausgegangen aus dem Islam. Jetzt mit TikTok ist das ja noch größer geworden. Ich habe ja noch mehr Leute erreicht mit TikTok. Wahnsinn, ja. Krass. Und dein Bruder ist ja auch jetzt ab und zu, aber ich glaube nicht so viel wie du. Er ist nicht jeden Tag hier drin, glaube ich. Doch, der ist auch jeden Tag hier drin, der Abo jetzt mit. Krass, ja. Mit deinem Bruder habe ich ja, glaube ich, auch ein- oder zweimal, glaube ich, gesprochen. Ich glaube, zweimal. Aber halt nicht so ausführlich wie mit dir schon. Ja, aber du hast die beste Entscheidung gestern deines Lebens getroffen für Jesus Christus. Ja. Wie fühlst du dich denn? Ja, zumindest mal, sage ich mal, beruhigter. Oder weil es ist mir ja mit dem Herzen, aber das habe ich auch zu Muslimen gesagt, ja am nächsten dran, diese Botschaft. Und das war es auch im Gefühl, auch in der Zeit, wo ich davon ausgegangen war, dass der Islam richtig ist. Aber in den Emotionen und in meinem Gefühl war mir das irgendwie immer am nächsten. Und ich habe auch immer so diese, kann man sagen, Gewissheit oder Art Vorstufe davon gab, dass ich dieses Paradies nicht verdient habe. Ich glaube wirklich nicht, dass ich das verdient habe. Und ich glaube auch nicht, dass ich nach Gottes Maßstab ein guter Mensch bin. Wir sind nach Gottes Maßstab alle Sünder und haben die Hölle verdient. Das ist ja Gottes Maßstab. Das ist das, was mir wirklich mit dem Herzen so am nächsten ist. Und deswegen konnte ich das dann, sage ich mal, so leichter übernehmen. Oder es ist für mich irgendwie,
wie nennt man das jetzt? Ich will nichts Falsches sagen. Ich hoffe, ich treffe die richtigen Wörter. Aber es ist für mich mit den Emotionen oder mit dem Herzen, sage ich mal, leichter zu glauben. Mit dem, der Islam zwar mit dem Kopf und mit dem Verstand zumindest, was ja nur das Gotteskonzept und der Weg, wie man errettet wird von dem, wie es ich gekannt habe, so logisch ist. Aber mit dem Herzen ist mir das Christentum, also das Christentum ist ja eigentlich auch schon eine Religion, glaube ich, Alter, der Jesus Christus am nächsten. Ja. Das ist... Okay, mein Lieber. Gut, dann vielen, vielen Dank nochmal und danke, dass du dir das gezeigt hast. Ja, das will ich auch auf jeden Fall. Ich habe nur Mose ganz durchgelesen, Samuel, aber ich soll ja möglichst alles durchlesen. Und danke, dass du mir das gesagt hast, dass das drinsteht mit meiner Frage, dass du mir die beantwortest, wer irgendwas nur im Koran leugnen tut, dass er raus aus dem Glauben ist sozusagen. Und kannst du mir das... Das sagen die Gelehrten des Islams, da gibt es einen Konsens. Wenn du einen Buchstaben oder einen Satz aus dem Koran leugnest, bist du ein Käfer. Das ist mit Konsens. Das sage nicht ich, der Dr. Sheikh Abu Hamid, das sagen die Gelehrten des Islams. Jeder weiß das. Okay, gut, gut. Dann vielen, vielen Dank, dass du mir das gesagt hast. Und wenn du möchtest, kann ich dir ja vielleicht privat schreiben, dann kannst du mir das schreiben, wo das genau steht. Oder haben die Gelehrten das in irgendeinem Vers oder irgendwo niedergeschrieben, wo das steht? Das kannst du sofort googeln. In 5 Minuten hast du das gegoogelt. Ah, okay. Super, super. Gut, dann vielen, vielen Dank. Jetzt kannst du sofort die Fatwa und alles aufschlagen. Das ist doch normal. Okay, gut, gut. Dann vielen, vielen Dank, dass du mir das beantwortet hast und dann bis zum nächsten Mal. Okay, ciao, Ali. Bis dann, ciao. Ja, Gott sei Dank ist der Olli aus diesem Finsternis rausgekommen. Und ja, die Leute wollten ihn natürlich so ein bisschen umstimmen, habt ihr gemerkt? Der Teufel war sauer. Ja! Der Teufel, der Abu Rosinenkopf, der war richtig sauer, der Arme. Wo steht 72 Jungfrauen? Ja, ihr werdet doch sowieso Jungfrauen im Himmel bekommen. Mit 72, 2, 5, 4.000, was auch immer. Ihr macht aus Gott einfach einen Hugh Hefner. Das ist das Problem. Ist der echt aus Islam raus? Ja, der ist aus Islam raus, ja. Gott sei Dank. Wir haben ihn da rausgeholt. Also beziehungsweise der Herr durch uns. Oh, richtiger Hugh Hefner. Haben wir bis dann. Ach was. Wie willst du den unwiderlegbaren Jesus Gottes, ohne dass man dribbeln kann, Verse verdrehen kann, ohne irgendwas. In Philippa 4,3 steht, dass Clemens im Buch des Lebens steht. Clemens kannte Paul. Ja, Clemens, lies mal bitte. Philippa 4,3. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Ja, sehr gut. Clemens kannte Paulus persönlich, wurde dann später Bischof und war Trinitarier. Wenn er die falsche Lehre hätte, wäre er nie im Buch des Lebens. Stimmt, ja, das war's. Unwiderlegbar, nicht Apostelgeschichte, wir drehen, wir verdrehen, das, so auslegen, nein. Ist das ein Kirchenvater geworden, ne, ja, Clemens? Ja, genau. Und er war Trinitarier. Alle Kirchenväter, ne, ja, als der Mohammed Hijab da gefragt hat, bring me one church father that says the Trinity and Jesus is God. Und dann kommt Tertullian, und die ganzen anderen da. Clemens, ich habe die Lehre von Clemens mir heute durchgeguckt. Er sah den Heiligen Geist als eigenständige Person an und Jesus war auch Gott für ihn. Somit, jeder Unitarier, wenn er sagt, ja, dann lügt die Bibel. Hör mal. The early church fathers and these things, they agreed on the same thing. No, they didn't. Give me one early church father that talked about the Trinity as you believe it today. Der schreit so, der will so seinem Blödsinn so Ausdruck verleihen. Bring mir frühen Kirchenvater, der gesagt hat mit Trinität und sowas. So wie ihr glaubt. Guck mal jetzt. Und jetzt kommt der Dr. J. Smith. My challenge, before you leave, if you don't do it, give me one and their quote that they believe Father, Son, Holy Spirit, all of them are one. One early church father before 381. Das war's. One Knockout. Early church father. Let me give you some names. Ignatius. Ignatius, er hat zum Beispiel geglaubt, for if there is one God of the universe, the Father of Christ,
of whom are all things, and one Lord, Jesus Christ, our Lord, by whom are all things, and also one Holy Spirit, who wrote in Moses and in the prophets and apostles, siehst du? 30 bis 105 nach Christus. He was writing in the late 2nd century. He knew the Father, Son and Holy Spirit. Tertullian. He was Tertullian, the Tertullian, auch an die Trinität geglaubt. The name. He was the one that coined the name of the Trinity. He was one that actually gave us the word. It's nothing more than a doctrinal representation of what we see in the Bible. But what about Clement? What about Clemens, ne? Clemens. Ja, genau. Er war Trinitarier. Er steht im Buch des Lebens. Also wenn nur 1% von seiner Lehre falsch wäre, dann lügt die Bibel. Und die Bibel lügt nicht. Ihr könnt mit eure wahnsinnigen Leute wie von hier, wie heißen die, Haram TV und sowas versuchen, irgendwas noch zu regeln. Nein, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was ihr seht, das werdet ihr auch ernten. Jeder, der sich für Jesus Christus entscheidet, hat die richtige Entscheidung getroffen. So einfach ist das. Clemens war ein Freund von Paulus. Clemens ist 99 nach Christus gestorben. Er war der Letzte, der Paulus noch persönlich kannte. Und er stand im Buch des Lebens, war Trinitarier. Das war für mich der absolute Beweis, am Ende zu akzeptieren, dass Jesus Gott ist. Amen, Amen. Wundervoll. Sondern über Maja finde ich immer noch geil. Ja, das mit der Ziege, ne? Ja. Allah, der nicht mal seine Ziege aufhalten kann. Ja. Ja, die Muslime versuchen das zu verdrehen, dass Sunna.com lügt, aber wir wissen das aus Rob Christians Videos, dass Ibn Hazm den als Sahih Ibn hatte. Genau. Ja. Und Al-Bani als Hassan, ja. Danke, Gott segne dich, geh runter. Alles klar, danke dir, Urban, ne? Gott segne dich. Warum nervst du mich denn, Christian David? Warum? Warum nervst du den Dr. Sheikh bei seiner nächtlichen TikTok-Session? Gottes Segen, wie geht's? Danke, mir geht's gut, wie geht's dir? Warum sagst du, dass ich dich nerve? Ich bin doch dein Bruder im Glauben, also warum soll ich dich denn nerven? Wenn ich dir ein paar Fragen stelle, aber du mich jedes Mal rauskriegst. Du bist nicht mein Bruder im Glauben. Du bist irgend so ein Heretiker oder irgendwas. Was bin ich? Du bist irgend so ein Heretiker. Geh mal weg hier, ey. Du bist irgend so ein Irrlehrer, ey. Runter mit dir. Irrlehrer haben hier nichts verloren. Aber das ist heftig, ne? Clemens, ne? Clemens von... Das ist heftig. Oh Lord God Almighty, I bless you and glorify you through the eternal and heavenly High Priest Jesus Christ, your beloved Son, through whom be glory to you, with him and the Holy Spirit, both now and forever. Das war ein Gebet von ihm. Wahnsinn. Absolutely. Bitte, komm, David, bitte nicht mehr hinkommen. So einfach sieht das aus. Der Herr Jesus Christus bleibt Gott der Allmächtige und das sogar aus dem Koran, ne? Sure 4, 171. Er ist das Wort von Allah und sein Geist, sein Ruh. So sieht's aus. Aber welche Bücher kannst du empfehlen? Islam auf dem Prüfstand. Das müsst ihr euch auf jeden Fall holen. Da ist die gesamte Debatte von Josh McDowell und Ahmad Didat übersetzt worden. Jedes einzelne Wort, was Ahmad Didat gesprochen hat und jedes einzelne Wort, was Josh McDowell gesprochen hat. Alles wurde in einem Buch gepackt. Jedes einzelne Wort. Heftig, ne? Damit es keine Ausreden mehr gibt. Und die Tatsache der Auferstehung könnt ihr euch auch holen. Das ist auch ein sehr, sehr heftiges Buch. Ja, das hat mich halt überzeugt. Die Kreuzung und Auferstehung des Herrn Jesus Christus war für mich der Grund, meine Knie dann zu beugen. Ne? Wo ich wusste, der Herr Jesus Christus ist die absolute Wahrheit. Islam ist Geschichte. Dr. Schirra, boah, mir wird langsam müde hier. Christus Sieger, ja genau, König und Herr.
Und auf seinem Namen trägt er den Gewand oder auf dem Gürtel trägt er den Namen König der Könige und Herr aller Herren. Und wir wissen, dass einer der Namen der Allahs König der Könige ist, ne? Red Bull geht, genau. Will mich wach halten, ihr seid ready. Danke. So. Gott segne euch, ihr Wundervollen. King of Kings, genau. Ja, einer der Namen Allahs ist ja, ich lese euch das mal, guckt ihr das mal an. Schaut euch das mal bitte an. Allah und Jesus Christus, wie die sich alle Namen teilen, das ist so krass. Ar-Rahman, derjenige, der Barmherzigkeit zeigt. Guck mal hier. Er musste in jeder Hinsicht wie seine Brüder gemacht werden, damit er werde wie ein barmherziger und treuer Hohepriester im Dienste Gottes, Hebräer Kapitel 2, Vers 7. Ar-Rahim, der Mitfühlende. Wo finden wir das? Als er die Menschenmenge sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren geplagt und hilflos. Matthäus 9, 38. Al-Malik, der König. Sure 59, Vers 23. Das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr der Herren und der König aller Könige. Offenbarung 17, 14. Al-Qudus, der Heilige, Sure 59, Vers 23. Wir glauben und wissen, dass sie der Heilige Gottes sind. Johannes 6, 69. As-Salam, der Friede, Sure 59, Vers 23. Es gefiel Gott, durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er sie erschuf, Frieden durch sein Blut vergossen am Kreuz, Kolosser 1, 19 und 20. Al-Mumin, derjenige, der man vertrauen kann, Sure 59, Vers 23. Vertraue Gott, vertraue auch auf mich, Johannes 14, 1. Al-Muhaimin, derjenige, der vor allen Schaden schützt. Ich bin das Tor. Wer durch mich eingeht, wird in Sicherheit sein. Johannes 10, Vers 9. Al-Aziz, der Mächtige. Christus, der das Haupt über alle Mächte und Gewalten ist. Kolosser 2, Vers 10. Al-Jabbar, der Allmächtige. Christus starb und kehrte ins Leben zurück, um der Herr über beide zu sein. Die Lebenden und die Toten. Römer 14, 9. Al-Mutakabbir, derjenige, der allen Grund hat, stolz zu sein. Christus, der Gott über alles ist, gepriesen für immer. Amen. Römer 9, Vers 5. Al-Khaliq, der Schöpfer aller Dinge. Durch ihn wurde alle Dinge erschaffen, die sichtbaren Dinge im Himmel und auf der Erde und die unsichtbaren, ob Throne oder Mächte oder Herrscher oder Autoritäten. Kolosser 1, 15. Al-Bari, derjenige, der alle Dinge ins Leben ruft. Sein Sohn, durch den er das Universum geschaffen hat. Hebräer 1, 2. Al-Musawir, der Designer, der Modeschöpfer, heftig. Der Sohn ist der Glanz der Herrlichkeit Gottes und die genaue Darstellung davon sein Wesen. Hebräer 1, 3. Al-Ghaffar, derjenige, der vergibt. Der Menschensohn hat auf Erden die Autorität, Sünden zu vergeben. Markus 2, Vers 10. Al-Qahar, der mächtige Rächer. Der Herr Jesus wird vom Himmel her in lodernden Feuer mit seinen mächtigen, offenbarten Engel kommen. 1. Thessalonicher 1, 7. Al-Wahhab, der Geber der Gaben. Er, der seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Er hat uns nicht auch alles gnädig mit ihm gegeben. Römer 8, Vers 32. Heftig, ne?
wie Jesus Christus sich alle Namen Allahs gibt und so weiter und so fort. Atemberaubend. Hallo? Hallo? Hallo, kann man mich hören? Ja, man kann dich hören. Ja, also ich bin der Edelbert Käsemann. Ich bin auch auf YouTube vertreten. Also ich bin grundsätzlich Supporter. Also ich finde die christlichen Werte gut. Und das finde ich dann also auch gut, dass du das verbreitest. Mir ist nur aufgefallen, bei dir läuft immer im Hintergrund der Motor. Da wollte ich eigentlich nur fragen, ob du vielleicht so LKW-Fahrer bist oder. Nee, ich bin Mossad-Agent. Ich bin am Fliegen. Das ist nicht Motor, das ist Flugzeuggeräusche. Das fällt halt wirklich auf, weil du bist immer im Auto. Also ist jetzt kein Vorwurf. Wenn ich schreie, will ich nicht, dass meine Nachbarn das mitbekommen. Okay. Deswegen besser ins Hetzmobil gehen, dass ich zur Verfügung bin. Es gab auch irgendwo einen Stream, den ich mir gesehen habe, dann sagten die, du bist irgendwie Paketfahrer oder so. Ja, und genau, ich verteile Stückzeitpakete. Wie kommen die da drauf? Ich verteile Stückzeitpakete, guck mal, wie gefällt dir das? Ich danke dir, dass du da warst. Wie gefällt dir dein Paket? Wie gefällt dir dein Paket denn, mein lieber Engelbert Käsekopf oder wie du dich nennst? Der olle Käsemann. Du störst mich. Hallo Amir. Du störst mich auch. Grüß dich, Gott. Grüß dich. Amir, alles gut soweit bei dir? Ja, soweit bei mir ist alles super. Bei dir? Ja, soweit auch alles super. Ja, und du bist ein richtiger Kämpfer, ne? Ja, nicht umsonst steht dir CK. CK? Was heißt das? Achso, Christus Christ. Hey, christlicher Kämpfer. Ach so, Christ, wirklich jetzt? Ja. Ach so, krass. Okay. Warum raus mit dem Lukas? Hä, Luca, ich bin gerade reingekommen. Ja, was ist denn? Was können wir für dich tun? Ja, Amir, ich habe bist du auch jemand, der spendet persönlich oder machst du eher so? Guck mal hier, weißt du, was ich spende? Dir ein Stummschaltpaket. Guck mal, wie gefällt dir deine Spende? Wie gefällt dir diese Spende? Ich spende sehr viel. Kommt und holt euch eure Stummschaltpakete. Wer will noch? Wer hat noch nicht? Ich verteile gerade, ich bin in Verteilerlaune. Bin sehr großzügig. Ich spende sehr viel von meinen. Du bist so großzügig, ja, genau. Mann, die Leute haben hier nichts Besseres zu tun. Das ist so krank. Das ist so peinlich. Amir, alles gut? Ja, natürlich, bei dir? Auch, Alhamdulillah. Ja, perfekt. Was kann ich für dich tun? Ich habe eine Frage. Nein, warum oder mehr? Warum bist du zum Christentum konvertiert? Weil ich nicht auf Kamelurin stehe. Warum? Genauso. Ja, weil ich Kamelurin nicht mag. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte das nicht. Gehe lieber zum wahrhaftigen Gott und zum ewigen Leben, Jesus. Du hast doch auch Beef mit ABK, ne? Ja, weißt du, was er zu mir gesagt hat? Verpasse ihm ein Stummschaltpaket. Mein Kleiner. Danke, dass du da warst. Moin. Hallo, moin. Nicht viel, ein bisschen sitzen und schön chillen. Oh. Ja, muss auch mal sein. Muss mal sein. Was kann ich für dich tun? Meine Sprechstunde hat geöffnet. Ich habe nur eine Frage. Oder mehrere? Hä? Eine oder mehrere? Eine. Nein.
Hallo? Ja, bitte. Ja, ja. So. Ich glaube auch an Jesus, aber warum, wenn man sagt, er ist Liebe und vergibt alles, warum wird dann die, was mir nicht ganz klar ist, warum wird die Sünde dann als Strafe weitergegeben, weißt du? Ich meine, eine Mutter würde ihrem Kind oder so auch nicht die Sünde als Strafe weitergeben, weißt du, was ich meine? Ja, aber der Mensch ist nun mal dazu bestimmt worden, er ist aus dem Paradies geschmissen worden. Und das wollte der Herr ja nicht, ne? Aber dadurch, dass Eva das übertreten hat, das Gesetz gebrochen hat, sind wir sterblich geworden. Wir waren ja einst wunderschön und waren mit dem Herrn im Einklang am Leben, ne? Unsterblich. Bis Eva diesen fatalen Fehler begangen hat und sich durch Allah verführen hat lassen, die alte Schlange, und Adam auch da rein gebissen hat, sind wir aus dem Paradies rausgeschmissen worden. Aber Gott liebt uns ja so sehr, dass er uns den Weg ja auch wieder einfach macht, um dort wieder hinzukommen. Wir müssen nur Ja zu Jesus sagen. Ist das nicht wundervoll? Ja, aber ja. Was mir nicht so klar wird, wieso wird die Erbsünde jedem weitergegeben? Ich meine, was können wir beide dafür, dass damals hier Dings da reingebissen hat, weißt du? Ja, wir können in erster Linie jetzt nichts dafür, aber unser Stammvater, der Adam, von dem wir alle kommen, er hat das Ganze ja begangen und deswegen müssen wir uns zurückschrauben und den Weg des Herrn auch so anerkennen, wie er das für uns getan hat. Ob du daran glaubst oder nicht, das sei dir überlassen. Aber du musst damit die Konsequenz rechnen, weil du lügst, betrügst, stiehlst oder hast zumindestens in deinem Leben schon sehr, sehr schlimme Dinge getan. Ne? Eine schlimme Sache hast du bestimmt in deinem Leben getan, oder? Oh, jetzt ist er raus. So, Leute. Die Leute verstehen nicht, dass Gott uns einen Weg wieder bereitet hat, damit wir wieder versöhnt werden mit Gott. Ne? So sagt es auch der Apostel Paulus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und tut Buße. Ne? Danke, dass du da warst. Ja, wie einfach soll Gott uns das denn noch machen? Der Herr entscheidet sich, Mensch zu werden, um für seine Geschöpfe zu bezahlen. Ist das nicht das allerheftigste Geschenk, der größte Liebesbeweis überhaupt? Unglaublich. Gottes Segen. Gottes Segen auch dir, mein Lieber. Wie geht's dir, mein Lieber? Danke, mir geht's gut von dir. Alhamdulillah, Jesus. Alhamdulillah, Jesus. Du bist echt stark, ey. Du musst mal echt sagen, ey. Strong, man. Du bist echt strong. Also wie du das alles aushält, also das gibt schon Verrückte, ne, unter diesen Kamel-Powermans. Einigen wurde ich ja bedroht, aber die habe ich mir sofort schön zur Brust genommen und haben sie sich schön wie kleine Mädchen entschuldigt. Ja, so wie dieser eine da, wo ich auf einmal am... Ja, habe ich gesehen. Ja, also, da hat er mich vom Allerfeinsten bedroht, vor den ganzen Leuten. Ja, dann bist du ja irgendwie hängen geblieben, also dein Bildschirm ist hängen geblieben. Sofort, innerhalb von einer Stunde habe ich den sofort angeschrieben. Ne? Ja. Ich so, sag mir, woher kommst du? Und da fing der auf einmal weiter an zu beleidigen, aber ich habe den nicht beleidigt. Ich so, immer Gott segne dich. Und da habe ich gesagt, komm, sei ein Mann und sag mir, wo du bist. Genau. Und dann irgendwann mal hat er dann nachgegeben, hat dann, ja, aber du sollst doch nicht meine Religion beleidigen, ich wollte das nicht, ich wollte dich nicht so angreifen, ich entschuldige mich auch dafür und so, ne? Echt? Krass. Ja, das ist doch Kindergarten. Mein Gott, du klärst ja nur auf, das steht ja in deren Schriften, das ist doch einfach selber schuld, ne? Er steht da drin, was willst du da machen? Du klärst auf. Ich sag mal so, durch dich hast du viele Menschen erleuchtet, also auf jeden Fall eine sehr saubere Arbeit. Ja, ich hoffe natürlich, dass sich sehr viele Menschen Gedanken machen um ihre Ewigkeit. Hoffentlich. Also ich wünsche das auch den Kurden, also wo die auch hier drin waren. Also das ist ja nicht mal eure Ursprungsreligion, eure Urväter wurden durch das Schwert, ne, nackentherapiert und ihr folgt denen. Also da würde ich mich selber schämen, dieser Religion zu folgen, die meine Vorfahren, ne, nackentherapiert und etc., ne, ich will ja nicht ausschweifen, also wie kann man so einen folgen,
Ja, so was die alles mit ihren Vorfahren gemacht haben, ne? Also das ist echt, echt traurig, dass man so jemand folgt und sagt hier, ne, also, ne. Ja, die setzen sich nicht damit auseinander, die denken, mit ihnen wurde Dawa gemacht und die Eltern haben aus Liebe den Islam angenommen. Ja, richtig, also die haben dieses Liebe, die kamen da hin, haben da so den Teppich ausgerollt, ne? Den roten Teppich ausgerollt und hier, Mensch, kommt doch, meine Lieben, kommt zum wahren Weg. Genau. Schön mit Wassermelone, Loch in Wassermelone und ein Stück Leder, das so geformt ist wie ein BNES, ja, alle Krimbitsch. Sekt. Wassermelonen und alle Krimbitsch und Sekt. Aber einmal, ich wollte eine Frage, also wenn die jetzt irgendwie hungern, irgendwas meintest du ja, die können ja Menschen, yam yam. Genau, die können yummy, 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 agatami, mabami. Also das ist ja echt, das ist ja unfassbar, dass sie, das ist erlaubt bei denen, also. Ja, natürlich, was denkst du denn, ein Käfer schmeckt sehr, sehr gut. Aus, also ich bin ja. Ich ein Käfer schmeckt sehr, sehr gut, also wenn man ihn dann zerbombt und zerteilt, sehr, sehr heftig. Khalid ibn Walid hat natürlich hier, du weißt schon, das hier hat er in einen Kopftuch Kochtopf, ja, wie Keller gibt es da so eine Spezialität, wie so, also so ein Lammgericht, also mit Menschen so gesehen. Sehr, sehr köstlich, kann ich nur empfehlen. Ja, auf jeden Fall Respekt an dich, dass du so stabil bist und das alles so an dir abprallt. Also das ist schon echt stark. Das kann schon nicht jeder vertragen, also. Da braucht man schon, wie nennt man das nochmal auf Deutsch? Ein Bärenfell. Ja, Bärenfellchen. Ja. Das ist so krank. Das ist wirklich krank. Das ist so krank. Aber wie du da aufgewacht bist, also wo du aus dieser Religion so, sagen wir mal, deine Augen haben sich ja irgendwann geöffnet. Also warst du da nicht irgendwie schockiert, was da alles drinsteht? Also das war wieder... Ja. Ja, natürlich. Also als Mensch gesehen, also wenn ich jetzt beispielsweise als Mensch das lese und sage, hey Mensch, was steht denn da drin, Alter? Das hat doch mit Gott nichts zu tun. Also jetzt, ne, dass man sagt, hey Mann, was ist das denn? Ja, hey Mann, was ist das denn? Ja, ist doch, was genau, das so habe ich auch gesagt, Mann, was ist das denn hier? Mein los hier, du. Los hier. Ja. Ja, ist schon, ja. Das ist schon crazy. Also. Ja, das siehst du, deswegen habe ich auch diesen Kanal gestartet, von damals mit YouTube, ne, durch Abonati. Ja, ja. Ich kenne dich auch aus YouTube schon, ja, also schon sehr lange habe ich das immer verfolgt. Ne, das ist schon, ja, stabil. Okay, mein Lieber. Gott segne dich und Gott schütze dich, mein Lieber. Ich auch, mein Lieber, Gott segne dich. Mach's gut, ciao. Ciao. Ja, ihr müsst euch mal vorstellen, danke Only Jesus, ne? Durch Abu Naji, ne, der damals dieses Ganze ins Internet gestellt hat, ne, konnten da, das hat so ein Ausmaß angenommen. Und dann noch diese ganzen YouTuber, die dem Ganzen noch einen draufgesetzt haben, das ist ja Wahnsinn. Wir durften so viele Menschen dann erreichen, ne? Abu Naji, I'll be missing you. Every step I take. Abu Naji hat es geschafft. Schade, dass er es geschnitten hat. Ja, der Abu Naji ist heftig. Ey. Abu Naji, mach die Kamera wieder an. Nein, wir dürfen das den Muslimen nicht sagen. Zeigen, Dankeschön, in dem. Danke, danke. Antonia, Dankeschön. Immer viel Konfetti. Was ist denn hier los mit den ganzen Herzen? Warum flippt ihr auf einmal so aus? Was ist denn auf einmal los hier mit dem ganzen Art? Sehr viel Herzen hier. Was ist denn hier los, hä? Hä? Was ist denn passiert? Für den Algorithmus. Wir lieben dich. Ja, ich liebe euch auch, ihr Lieben. Gott segne euch und eure Familien, ihr Wundervollen. Alle für dich, Amir. Oh, danke schön. Ihr schmeichelt mir gerade mit euren Herzchen hier. Wann kommt neue Dauer? Ja, die ganze Zeit kommt immer neue Dauer. Danke, Rose. Das ist heftig. Was ist denn bloß los jetzt hier? Und danke, Ziggy. Hä? Hab ich irgendwas verpasst?
Warum ist denn auf einmal hier so ein Meer von Herzen? Heiliger Bernhard! Ja, wir lieben dich, Alamir. Dankeschön, ich liebe euch auch, ihr wundervollen. I love you all. I love you! Wie sagt Maike? I love you! I love you! Komm her, ich warm euch. Kettenherzen, Kettenherzchen. Ich mach auch mit. Ja komm, ich mach auch ein bisschen mit. Lass mal alle Herzen hier in den Chat schreiben. Alle Herzchen. Hier, ich mach auch Herzen für euch. Hier, Herzen für euch. Hier, meine Wundervollen. Hier, nehmt Herzen. Nehmt alle Herzen. Ich küsse eure Herzen. Da, nehmt. Hammer, ey. Dankeschön, danke, ihr Lieben. Ja, ich wünschte, jeden Tag könnten wir so viele Menschen zum Herrn bringen. Das wäre so wundervoll. Das wäre so toll. Dankeschön, danke, ihr Lieben. Danke, Silvia. Danke, Ziggy, ihr Lieben. Das hört nicht mehr auf. Werden wir, Bruder. Ja, so Gott will, ne? Wir als gemeinsames Team. Ja! Danke. Danke, danke, ihr Lieben. Oh ja, Silvia. Only Jesus. Vielen lieben Dank. Guck mal hier, direkt habe ich vor mir, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen und mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Heftig, ne? Direkt vor mir. Wundervoll. Ah, man. Oh, danke, Toni. Popo mit Herzen. Popo mit Herzen. Was ist denn passiert hier auf einmal? Ja. Habe ich irgendwie was verpasst oder was ist denn passiert? Danke, Antonia. Was hältst du von Nation? Was soll ich denn von sowas halten? Ich bitte dich. Das sind so diese Judaisierer oder wie die sich nennen. Ne? Ja, wie arme nach denn? Ja, wenn ich da sowas sehe, mit den ganzen Herzen, ich komme, hey, was ist denn passiert? Ey? Ein Algorithmus, aha. Danke, Larissa. Grüß dich, Jeremy. Gott sei mit dir. Gott sei auch mit dir, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Und dich auch, mein Bruder. Ami, Bruder, ich habe eine Frage an dich. Ja. Guck mal, ich komme ja selbst, also ich komme aus Serbien, aber ich bin Roma. Und wir vertreten auch das Evangelium, also wir glauben auch an das Evangelium. Aber jetzt ist meine Frage an dich. Was hältst du von den Menschen, die zum Beispiel jetzt allgemein jetzt Kirchen beispielsweise gründen oder sonst irgendwas wegen das Finanzielle und Gottes Wort wegen das Finanzielle allgemein ausnutzen, sage ich mal so? Was sagst du dazu? Ja, das ist nicht gut. Ne? Du kannst nicht Gott und den Mammon dienen. Ne? Das ist das. Aber wenn natürlich eine Gemeinde existieren muss durch Gelder von den ganzen Leuten, ne, damit die Miete bezahlt wird und alles, ne? Das muss ja irgendwie bezahlt werden. Wie willst du das machen? Und als starke Gemeinschaft muss man halt natürlich schauen, dass man gemeinsam stark zusammenhält und die Gemeinde am Leben hält, ne? Nee, das ist mir schon klar, ja, dass man die Gemeinde halt zusammenhält und alles bezahlt wird. Ne? Was ich nicht mag, sowas, was Benny Hinn macht oder Joyce Meyer und sowas, ne? Die tragen fette Rolex-Uhren und haben fetteste Karren und haben ein Nettoeinkommen von 20 Millionen Dollar im Jahr. Was ist das denn bitte? Genau darauf wollte ich hinaus.
Und weil ich sehe, dass sehr viele Menschen auch von uns, weißt du, weil wir sind jetzt, sage ich ja, Roma und ich gucke ja jetzt auf einmal die Pastoren von uns und alles, ne, die fahren ja auf einmal alle fette Autos, ne, haben keine Probleme, die schmeißen nicht mehr mit Euros oder mit, sage ich mal, Dinar, sondern die schmeißen schon mit Franken und alles, ne. Ich weiß nicht mehr, wohin das läuft mit denen. Ja, da muss der Herr wird sich schon was. Ich weiß ja nicht, was es mit Gott zu tun hat, also allgemein. Jetzt, ob die jetzt mit dem Wort damit, ob die damit Geld verdienen wollen, ich verstehe solche Menschen nicht. Ja, natürlich gibt es einige, die dann auch hier bei TikTok dann hier hinkommen und Matches spielen und alles Mögliche, ne, um da Geld zu machen. Ne? Aber ja, der Herr wird am Ende, wird der Herr dann die Spreu vom Weizen trennen, ne? So heißt es ja auch. Aber es ist traurig sowas, dass man sowas ausnutzt wegen Kohle, ne? Ja, das willst du machen, ne? So ist das. Naja, Amir, ich wollte nur deine Meinung hören und ich danke dir, ja, dass du mich hochgenommen hast. Es gibt natürlich die Big Player, innerhalb des Christentums, also so wie diese ganzen Charismatiker wie Benny Hinn und hier Wohlstandsevangeliumspredigerin Joyce Meyer, die sind natürlich an der obersten Spitze der Elite, ne? Mit ihrem Nettoeinkommen von mehreren Millionen Euro, ne? Schon krass. Naja, ich wollte nur deine Meinung wissen, was du dazu sagst. Mehr nicht. Ich wollte dich auch nicht weiter stören. Ich verfolge immer deine Lives und ich wünsche dir alles Gute, mein Bruder. Ne? Ich dir auch. Lieber Gott segne dich und deine Familie. Dich auch, mein Bruder. Ciao. Ja. Ich sehe nur noch Herzen hier. Das ist heftig. Was ist denn bloß los hier? Herzen, Herzen, Herzen. Danke, christlicher Prophet, oder? Lass mich euch ein wenig aus dem Philipperbrief weiterlesen. Guck mal hier. Das Gebet des Apostels für die Gemeinde. Ich danke meinem Gott so oft, ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. Wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen wie der Herr das auch macht direkt. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, so dass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Einige verkünden zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Aha. Entsprechend meiner festen Erwartung
und Hoffnung, dass ich ihn nicht zu Schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zur fruchtbaren Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beiden bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre, so wie wir immer sagen, ne? Bei Christus ist es viel besser als auf dieser wahnsinnigen Welt. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus, um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Nun führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern. Aha, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, so dass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Wow. Wie der Apostel Paulus gelitten hat, ne? Was? Man wird gerade gewaschen von Abu, der konvertiert gleich wieder zum Islam. Ja, dann lass ihn. Dann braucht er auch nie wieder hier reinzukommen. Das war's dann. Soll er bei seinen 72 Jungfrauen bleiben. Du musst ihm das dann immer wieder sagen. Mit den Jungfrauen. Da sagt er wieder, oh nein, daran kann ich nicht glauben und so, ne? Ja, der ist wie so eine Meereswoge, wie der Herr das sagt, ne? Wie eine Meereswoge hin und her gepeitscht, ne? Eine Meereswoge. Ja, Jakobus 1,6. Jakobus Kapitel 1, Vers 6. Ab Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Guck mal, wie der Herr das macht. Weil er die ganze Zeit hin und her gepeitscht ist, wird er auch nicht empfangen. Seht ihr, wie gerecht der Herr Jesus Christus ist? Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen, seht ihr? Heftig, wie das Wort Gottes lebendig ist, ne? Absolut Wahnsinn. Das Wort Gottes behält am Ende recht. Wahnsinn. Halleluja. Ja, wir haben unsere Arbeit getan, natürlich. Muss ihm das sagen. Ne? Ohne Jesus Christus gehst du für alle Ewigkeiten verloren. Und du hast dich für Jesus Christus entschieden. Und wenn du jetzt rausgehst, tritt auch direkt Hebräer 6 ein. Ne? Er kam rein, hat geschmeckt. Wurde teilhaftig, ist abgefallen und werde auch nie wieder zu Buße erneuert werden. Das ist Hebräer 6. Ist das nicht wundervoll? Für alles eine Antwort. Ja, genau. Wir haben unsere Arbeit erledigt. Ne? Wir haben ihn aufgenommen, haben ihm das Evangelium verkündigt. Er hat Jesus Christus angenommen und lässt sich dann wieder bequatschen von irgendwen, anstatt an den Herrn zu glauben und zu vertrauen, dem Sündlosen und nicht irgendjemanden, der Kamelurin empfiehlt. Ich muss immer wieder dran denken, ey. Wie kann man jemanden folgen, der von wie können die den besten Menschen der Welt nennen, der von seinem Adoptivsohn die Frau ausgespannt hat? Das ist für mich das absolut Krankeste, ey. Der ein sechsjähriges Kind geheiratet hat, den PNIS von einem Kleinkind geküsst hat, die Zunge in den Mund von einem Dings gemacht hat. Ja. Ich
könnte nie wieder zurückkehren zum Islam. Allein durch die ganzen Sachen, die ich herausgefunden habe. Allein, dass ich den Herrn Jesus Christus gefunden habe, ist für mich das Schönste überhaupt. Aber zurückzukehren zum Islam, niemals nach dem, was ich alles herausgefunden habe. Diese Lüge, einfach der Allah kopiert seine Verse von einem jüdischen Rabbiner, Sure 5, Vers 32. Allah kennt historische Fakten gar nicht. Er sagt einfach, dass die Al-Aqsa-Moschee der Mohammed mit Burak darüber geflogen ist. Und wisst ihr, woher der Koran diese Geschichte hat? Vom Zoroastrismus. Von uns, Iraner, persische, altpersische Religion. Mit der Nachtflug über diese, hier, mit diesem Tier. Maultier. Das ist heftig, ne? Das ist aus dem Zoroastrismus. Die Zoroastrier haben an sowas geglaubt. Mohammed hat alles von ihnen kopiert. Deswegen hat er sie gleichgestellt mit den Leuten der Schrift Zoroastrier, Juden und Christen. Sie dürfen Jizya bezahlen. Heftig, ne? Von ihnen hat er auch sehr viel geklaut und in seinen Koran reingepackt. Allah. Allah. Wo ist dieser Allah? Ja, jeder lacht über diese 72 Jungfrauen, einen immer irrigierten Palmen-Penis, Schienbein, zwei rechte Hände, ein breites Lächeln, kleinwüchsig, ohne Bart, lockigen Kopf, grünen Anzug, Entenfüße, ein hervorstehendes Auge. Einfach Transformers. Optimus Prime. Wer mir sagt, dass das noch ein normaler Glaube ist, dem ist nicht mehr zu helfen, ehrlich. Einfach Optimus Prime. Lego Bausatz. Ja, Allah hat einen Fuß. Sahih Bukhari 4848. Wissen wir ja, steckt er über die Hölle so. Raus jetzt, ich will nicht mehr. Er setzt seinen Fuß über die Hölle, der Allah. Ja, und der Gender-Song ist der beste, den mache ich auch jetzt gleich, warte. Gottes Segen, Bruder. Wenn ich gleich wieder warm werde, kommt der Gender-Song. Keine Sorge, der Gender-Song kommt immer mit Optimus Urine. Ja, mein Lieber, Gottes Segen dir und deine Familie. Gottes Segen, Bruder. Ja, die Muslime checken gar nicht, dass der Teufel sich innerlich richtig totlacht, ne? Der hat ja, die waren ja alle besessen, die ganzen Muslime, ne? Und hat den eingeflüstert, ja, trinkt mal Kamelurin, das macht euch gesund. Und die so viel Verrückte trinken ja Kamelurin und so ganze Zeit, ne? Und die denken, die werden dadurch gesund, aber innerlich lacht der Teufel sich Schrott über die. Heftig, ne? Ja, die checken das gar nicht. Und dann kam ja, ich habe ja mit jemandem hier mal geredet darüber, ne? Da sagt er hier, das ist Studie von Universität, Uniklinik hat das rausgegeben. Muss dir mal vorstellen, zu was die bereit sind. Uniklinik, weißt du, wer hat das rausgegeben? Hat der Uniklinik. Ah, meinst du Uniklinik? Ah, okay. Welcher Professor? Was ist das für eine Studie? Sagt er hier, ja, Uniklinik. Meinst du, komm. Ich rezitiere dir mal die Kamelurin-Sure. Kamelurin! Jeden Tag ein Schluck davon! Bisschen Milch herein und dann wirst du dick wie ein Schwein. Kamelurin für euch alle. Komm und nimm einen dicken Schluck. Mit Milch in eine große Behälter. So lächerlich ist das, so lächerlich. Jo. Ja, oder mit dem Schienbein, ne? Allah ist ein Schienbein. Glaub mir, der Widersacher lacht sich gerade tot über die. Der denkt sich so gerade, guck mal, die glauben alle an ein Schienbein, ne? Und der Teufel und die Dämonen lachen sich tot. Ach, allein nur diese Dings, was die machen in Saudi-Arabien, wenn sie nach Mekka pilgern, ne? Den Tawaf, hier das siebenmalige Umrunden des Steines, der Kaaba. Wahnsinn. Und dann rüberlaufen zu so einem Steingewölbe oder was, und dann nehmen die Steine und steinigen den Satan so
Ja, sinnbildlich. Ja, und der Satan, der lacht sich so tot. Ja, ja. Da, hast du schon mal Videos gesehen, wie so Leute so richtig so Anlauf nehmen und sagen, ja! Sagen ja, Shaitan, da! Und dann machen die so Geräusche noch dabei. Ach du Heilige. Der Satan lacht sich so kaputt über diese armen Seelen. Ne? Jo. Und dann laufen die durch Safa und Marwa hin und her. Unfassbar. Die treten sich über sich ja selbst, ne? Das ist ja wie so eine Menschenmenge, so richtiger Auflauf. Ja, genau. Die töten sich da gegenseitig, ne? Wild, ja, und so ein Mitarbeiter oder was, so ein Polizist von Saudi-Arabien ist da so an der Kaaba, hat er sich so festgemacht, damit er so ein bisschen noch irgendwas regelt. Dann tritt er auch manchmal so in die Leute rein. Der tritt da so rein, tut die so weg und so. Und die Frauen werden dann auch dementsprechend, ne, so angebaggert und alles. Wahnsinn. Ja, mitten, ja, in, mitten beim hier, bei Hajj, Tawaf machen. Ja, Bruder, das sind alles Heuchler. Angefasst, alles, ne? Die Muslime haben ja null Scham, ne? Bruder, das ist alles Scheinreligion, Mann. Die wissen ja auch, was abgeht, ne? Manche Muslime sind ja auch schlau. Die entscheiden sich absichtlich für den Islam, weil wenn du den Teufel auf deiner Seite hast, hast du die ganzen Reichtümer dieser Erde. Also sind das meistens Menschen, die sich für diese Erde entschieden haben, Bruder. Richtig, genau. Die wollen die Güter dieser Welt. Was für einen Mann ist ja der Islam das Schönste überhaupt. Er darf ohne die Erlaubnis seiner Frau eine Zweitfrau heiraten. Wahnsinn, ne? Und auch eine Drittfrau. Auch eine Viertfrau. Gar kein Problem. Er darf Mutterehen eingehen. Er darf Misjar-Ehe eingehen. Er darf dies machen, das machen. Für den Mann ist er das Beste. Verstehst du das? Ja, ja, das ist aber richtige Männerreligion. Du musst aber wirklich ein verdorbener Mann sein, um das zu akzeptieren, dass sowas von Gott kommt. Das ist das. Kinder des Zorns. Du musst wirklich bösartig sein, dass du denkst, dass sowas von Gott kommt. Ja, 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 klar, Bruder, ne? Das sind Menschen, die wissen, was sie schon tun, man glaubt mir mal. Weil mit deiner Schwester würdest du es nicht erlauben, wenn zum Beispiel der Mann deiner Schwester sagt, ich will eine Zweitfrau heiraten, würdest du sagen, willst du mich verarschen, wie gehst du mit meiner Schwester um? Ah, du willst also nicht, dass das Wort Allahs praktiziert wird? Du willst also die Gefühle deiner Schwester über Allahs Wort setzen? So argumentieren diese Leute, Wahnsinn, ne? Ja, ja, dann sind die erstmal mundtot, denken die so, ja gut, ne? Ja, genau, ich will ja Allah nicht ungehorsam sein. Ja gut, dann werde ich einer von diesen Hudis sein von ihm. Ja, 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 ja. Schau dir das mal an, in was für eine Lage die hier gebracht werden, ne? Ja, ich habe letztens einen alten Klassenkameraden, einfach so einen Bekannten, ne? Der arbeitet jetzt bei Vodafone, da bin ich mal entlang gegangen, habe mit ihm über Religion gesprochen, ich bin ja Christ, dann habe ich zu ihm gesagt so, ja, willst du nicht zum Herrn Jesus Christus kommen? Dann habe ich über Islam geredet und dann habe ich die Kinder-Ehe erwähnt, ne, mit Aisha und so, ne? Und dann hat er das nicht mehr geleugnet. Dann hat er gesagt so, ja, ist doch, damals war die Zeiten ja anders. Damals war Kinderheirat ist in Ordnung, ist immer noch so. Und ich gucke ihn so an, ne, ich war total baff, so, er glaubt das ja wirklich. Wirklich, was soll er anderes machen? Aber sein ewiges Wort im Koran sagt er in Sura 65, Vers 4, dass man Kinder heiraten kann. Ne? Ja, das ist ein Knockout, Bruder, für den ganzen Islam. Was? Aber Kinderblut trinken in der westlichen Welt ist okay, hä? Du siehst so, dass die Muslime da, zum Beispiel Nackentherapie machen, die Christen. Habt ihr das schon mal gesehen? Sie nackentherapieren die Christen und fangen das Dings in so einem Behälter auf und verkaufen das an Leute. Ja, richtig gottlose, Bruder. Oder mit diesen Ägypter. Diese, ich weiß nicht, war das Ägypten, Bruder? Ja, genau. Also die Kopten. Da sind die gestürmt in so Kirchen oder was. Da haben die eine Frau fast ausgezogen, so wie ich das so in Erinnerung hatte. Und haben sie hier aufgeschnitten so. Und dann haben die das in so einem Behälter aufgefangen, die Muslime. Wahnsinn. Und haben das verkauft. Ja, Bruder, die werden auf jeden Fall Gottes Kelch voller Zorn trinken müssen, Mann. Geld werden sie dann auf sich nehmen, ne? Ja, ich will gar nicht wissen, was mit den Leuten passiert, die ohne Christus in den Tod gehen. Was meinst du, wie grausam das sein wird? Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Was meinst du, was das für ein Tag sein wird, als wenn sie ihre Augen aufmachen und bereit gemacht werden zum Gericht? Die einen werden bereit gemacht zum ewigen Leben, die in Christus gestorben sind, und die einen werden bereit gemacht fürs ewige Gericht, und dann gibt's nur noch Verdammnis mit Satan und seinen Dämonen. Wahnsinn. Ja, aber das Ding ist, der Herr will ja uns nicht richten, ne?
So, den Teufel, die Teufel, den Dämonen, die haben ja ein die waren ja schon oben, Bruder. Also die haben ja schon alles gesehen. Aber wir Menschen, wir sind unschuldig. Deswegen sage ich jedem im Stream hier, Leute, der Herr will euch nicht richten, der liebt euch, nimmt den Herrn und Jesus, Herrn und Erlöser Jesus Christus an. Ja, das geht bei den ein Ohr rein, ein Ohr raus, ne? Aber Gott sei Dank hören noch ganz viele Leute zu. Bei dem einen oder anderen dürfte es eventuell noch Wurzeln schlagen. Ja, Bruder, na klar, der Samen muss gelegt werden, ne? Ja, stimmt, du hast gerade gesagt, wir sind unschuldig, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir sind unschuldig, das weißt du. So meinte ich das nicht. Ja, klar, wir sind alle, das ist keiner, der Gutes tut, ne? Wir sind alle, verfehlen die Herrlichkeit gegenüber den Herrn, da hast du recht, Bruder. Aber ich meine so, wir waren erstmal unmündig, wir sind unmündig geboren, so, weißt du, was ich meine? Okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Safe, Bruder, dich auch, ne? Gottes Segen, mach's gut. Bye, bye. Ciao. Hallo? Hallo. Sie und deine Familie? Gott segne dich und deine Familie. Ich hätte eine Frage. Ja. Ein Sheet ist gerade live und er fragt, ob du in sein Live gehst. Also wenn es für dich okay ist. Oder ihr hostet euch. So, beide seid ein Host. Geh und sag ihm, er soll Mutterehe praktizieren und sagen, dass es von Gott kommt. Okay, das stimmt schon. Unglaublich, ne? Wir sagen ihm noch sogar, wo was für geschrieben steht, dass der Allah sowas anordnet und dass die Schiiten darin gar kein Problem sehen. Es ist eine einzige Katastrophe, eine einzige Schande, eine einzige Desaster ist das einfach nur. Was ist das für ein Gott, meine lieben Muslime, der sagt, du kannst eine Frau mieten, zum Beischlaf mieten. Die sind am Ende, ohne Spaß. Die sind am Ende. Danke, danke. Ist doch super, ja, genau. Für solche Leute wie dich ist doch super. Die genauso Wahnsinn im Kopf sind. Wo liegt das Problem? Ja, genau. Wo liegt das Problem? In deine Kamelohrring-Gehirn liegt das Problem. Das ist das. Leasing-Vertrag mit Frauen. Du gehst zum Autohaus, anstatt zum Autohaus gibt es auf einmal ein Frauenhaus. Die Marken sind dann Fatima und Aisha und Sauda und hast du nicht gesehen. 600 PS, 300 PS, eine schöne Fahrt machen, eine kleine Probefahrt machen, ne? Gefälligst? Da kommt der Imam, der dir dann die Frauen verkauft, wie so ein Autohändler, sagt, oh, da kommt ein guter Kunde. Fatima, mach dich mal bereit, mach sie schon mal, polier sie mal. Da kommt derjenige und macht sie erstmal frisch. Da sagt er, oh, kommen Sie rein, ich habe gute Modell hier, gucken Sie. 600 PS, wenig gelaufen, nimmst du mit. Wir machen Vertrag fertig, guckst du hier. Heute 13.1. Du kannst kaufen für 30 Dirham um 23.49 Uhr. Und Ende dieser Leasingvertrag ist 14. Januar 2024 um 13.41 Uhr. Viel Spaß mit Ihrem Auto. Bringen Sie wieder zurück, so wie Sie bekommen haben. Dankeschön. Und darin siehst du kein Problem? Ihr wahnsinnigen Mann. Und dann sagen die, warum bist du in deinem Auto? Genau aus so einem Grund. Wenn ich so schreie, die denke, was macht der da? Meine Nachbarn denken da, was macht der Typ da? Mit wem redet der? Dabei wissen die nicht, dass ich hier mit meiner Community am Reden bin. Besser, dass ich hier im Auto bin. Das kannst du doch keinem erzählen, Mann. Leute, diese Leute haben den Verstand verloren, ohne Spaß.
Wie kann sowas von Gott sein? Wir müssen aufwachen. Das ist von einem Mann für einen Mann. Damit der Mann sich wohlfühlt. Ja, ich bin mit Mr. Muchels. Muchels. Leila Kubra. Genau, Sabrina. Leila Kubra und Fatima AMG. Das ist heftig. Ja, wir lachen darüber, aber das ist wirklich traurig, ist das, ne? Das ist wirklich traurig. Einfach Leasingvertrag mit Frauen. Das kannst du keinem erzählen. Stell dir mal vor, du müsstest das den Leuten erklären, dass im Koran sowas wie eine Zeitehe sich befindet. Und dass die sagen, dass sowas von Gott kommt. Ihr wisst ja, dass die Sunniten ein Riesenproblem damit haben, ne? Ja, weil die das als Hurerei betrachten, was natürlich normal ist, ja, das ist Hurerei, genau. Dilara Benz, genau. Es gibt ja solche Dilara, die nennen sich auch noch Dilara Benz. Und Eiche Mercedes und was weiß ich, ne? Die haben solche komischen Namen. Ferrari, Dilara Ferrari und so. Porsche Eiche. Ja. Katastrophe. Katastrophe. Da kommt mir direkt dieses Lied mit Too Fast, Too Furious. I'm too fast for y'all. Dum, 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 dum. Und da kommt so 4K-Video mit, mit dieser Einblendung. Die erste so mit Niqab, so. Und dann die zweite mit so einem anderen Burka, so. Und dann so dim 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 dim. Das ist heftig, ne? Tokyo Drift, genau. Ah, heftig. Kennt ihr ja diese hochauflösenden 4K Bilder mit so sag mal schnell 4K Video Auflösung. Ja, mit diese Drohnen, ne, von oben kommen die dann so und dann steht die da so. Und dann kommt so eingeblendet. Und geht sie zum nächsten und so. Sauda 1000. Sauda, wir erkennen dich. Hm. Möge der Jesus Christus diese armen Seelen zu sich ziehen. Amen. Honda Sauda 1000 Kubik. Act a Fool, genau, so heißt das Arme, das Lied heißt Act a Fool. Dim, 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 dim. Und dann steht eine Reihe von Muslimas da, alle im Niqab und warten darauf, ihr Leasingvertrag mit Hassan, Hussein, Ali und was weiß ich wen einzugehen. Absoluter Wahnsinn. Der Kilometerstand muss geprüft werden. Ja, vielleicht drehen die jetzt zurück. Vielleicht haben die Geräte, um das zurückzudrehen. Ja. Das ist so heftig. Genau, wie kann man als Frau da reinkonvertieren? Das frage ich mich bis heute. Und jetzt stellt euch mal vor, diese Blondine, die sich vor kurzem für den Islam entschieden hat. Wie heißt die? Helly Hansen. Hannah Hansen, meine ich. Hier, Hannah Hansen. Der Islam. Guck mal, was diese Frau sagt. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich hab sie angeschrieben, aber sie hat noch nicht reagiert. Die ignoriert mich bewusst. Ich meine so, wenn du nicht darauf reagierst, werde ich ein Video gegen dich machen. Mach dich schon mal bereit. Hannah Hansen. Ah, da, Hannah Hansen. Helly Hansen. Allah subhanahu wa ta'ala will, dass wir ihn um Hilfe bitten. Und jetzt komme ich zum weiteren wichtigen Aspekt, zum Thema Stärke. Er will, dass wir verstehen, dass wir unperfekt sind. Er will, dass wir ihn brauchen, denn wir brauchen ihn. Er will unsere Stimme hören, er will, dass wir ihn anflehen und
an flehen wir ihn an. Meistens, wenn es nicht wollen. Ja, die Muslime flehen Allah an, um von aus dir eine SEX-Sklavin zu machen. Genau, Hanna. Die wollen mit dir die Mutter-Ehe eingehen, du wirst eine von vier Frauen und dann wirst du schön, machen die Dua, ja Allah, ich bitte dich, lass sie eine von meinen vier Frauen werden, ich bitte dich. Können sie bitte mit mir Mutter-Ehe eingehen, damit ich schon mal ein bisschen Probefahrt mache mit ihr? Schau dir das mal an. Stell mal vor, du würdest ihr sagen, was sich im Islam befindet. Was meint ihr? Wer bezahlt sie? Das frage ich mich auch bis heute. Allah subhanahu wa ta'ala will, dass wir ihn um Hilfe bitten. Und jetzt komme ich zum weiteren wichtigen Aspekt. Allah kann sich nicht mal selber helfen. Allah kann sich nicht mal selber helfen und lässt einfach zu, dass sein Wort verfälscht wird. Allah ist das unfähigste Wesen, von dem man jemals gehört hat, Mann. Er macht 8 Milliarden Mal denselben Fehler. Vertraut immer Menschen sein Buch an und diese verfälschen sie. Zum Thema Stärke. Er will, dass wir verstehen, dass wir unperfekt sind. Er will, dass wir ihn brauchen, denn wir brauchen ihn. Die Musik im Hintergrund darf ja nicht fehlen, um dir die Gehirnwäsche zu verpassen, ne? Um dich emotional zu catchen, damit du schön auf ihre Worte fokussiert bist. Warum hat die nicht eine Stimme von Dr. Sheikh Abu Amir genommen? Ist genauso heftig. Kamelurin für euch alle. Kamelurin gibt dir heute. Kamelurin ist das Schönste. Nimm meine Portion, aber ganz schön heftig. Yeah. Das catcht dich auch. Beste Naschid. Halal und Sun. Kamelurin. Es ist so wunderbar. Kamelurin. Es schmeckt so super toll. Hättest du das mal eingeblendet, ey? Hättest du sogar noch ernst genommen, ey? Kamelurin. Nimm einen dicken Schluck davon. Er will unsere Stimme hören. Er will, dass wir ihn anflehen. Siehst du? Er will, dass wir unsere Stimme hören. Habt ihr es gehört? Er will unsere Stimme hören. Ich werde sogar noch bestätigt. Habt ihr das gehört? Das kann ja nicht wahr sein, ey. Kamelurin, nimm einen dicken Schluck davon. Kamelurin. Wann fliehen wir ihn an? Meistens, wenn es nicht rund läuft. Dann, wenn unser Herzgefühl zerreißt und... Das ist ein Herz, was dank ja seiner Hilfe warm geworden ist. Also er will genau das. Er will diesen Punkt in uns erreichen, dass wir endlich aufwachen und verstehen. Irgendwie vermischt die irgendwie Esoterik mit Islam und ein bisschen Christentum, Odeur und hier und... Hä? Was ist das? Seht ihr? Auf einmal, so eine Frau kommt daher, zeigt ihr Gesicht, ihre Haare, ihre Aura ist nicht bedeckt. Und redet dann über den Islam. Was meint ihr, wie das für Muslime das Allerschlimmste ist, das Allerletzte? Ja, die sind so. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala die Hölle, Jahannam erschaffen und Jannah? Ja, warum hat denn Allah die Hölle erschaffen? Er will die Hölle mit Menschen füllen, meine Liebe. Suche 11, Vers 119. Das ist dein Gott, von dem du jetzt hier Werbung machst. Und da hat dein Prophet selber gesagt, dass ihr Frauen die meisten Bewohner dieses Ortes seid. Das darfst du niemand erzählen. Wie kann man als Frau, sag es mir mal bitte, ihr Lieben, wie geht sowas? Weil ihr Frauen undankbar seid, sagte Mohammed, ne? Er sagte sehr, sehr vieles. Was für eine Werbung die macht, ey. Diese Gegenpole, die Gegensätze, die sind ein Motor. Schon wieder diese Musik. Du weißt nur, warum es sich lohnt zu kämpfen? Kamelurin. Wenn du weißt, was du verlieren könntest. Kamelurin. Das habe ich auf extreme Art und Weise, auch im Profisport gelernt. Ein Fehler, und du bist raus. Ein fetten Schluck. Einmal nicht Leistung erbringen und du bist raus. Du blutest hier. Das ist hier in dieser Welt. Aber all das lohnt sich. Wäre doch cool. Ich könnte das viel besser als diese Leute. Kamelurin, du machst das schön jeden Tag für mich. Kamelurin, greatest hits.
Ich schlag mich hier tot, das kannst du keinem erzählen. Der neue Mohammed. Camelorin. Das ist heftig, ne? Geiler Song. Ich war am Verzweifeln eine lange Zeit. Ich habe mich nicht verstanden, warum das Leben so brutal ist. Aber wenn du weißt, durch welche Linse du schaust, dann ist das, wie gesagt, ein ganz, ganz... Ja, ich wünschte, du würdest mal mit der Linse einer vernünftigen Frau den Islam erblicken, den Koran beleuchten. Das ist doch kein gesunder Menschenverstand mehr. Wie kann das sein? Sie sieht also, was in den islamischen Ländern abgeht, wie die Frauen dort behandelt werden. Und dann macht sie Werbung als nicht tragende Hijabi-Frauen. Es ist so krank. Wo sind wir hier gelandet? Das ist so unvorstellbar. Ich sing besser weiter für uns. Camelorin, was ist bloß los mit den Menschen? Camelorin. Ich muss daran denken, Camelorin. Ich will nicht mehr kämpfen, Camelorin. Wenn das noch, ey, das ist für mich das Allerheftigste. Das ist ein großes Geschenk. Du musst nämlich einfach nur Vertrauen haben. Tawakkul. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala die Hölle in Jahannam erschaffen und Jannah? Es gibt diese Gegenpole, die Gegensätze. Ja, hättest du dich mal damit auseinandergesetzt, was der Allah im Himmelreich verspricht? Helly Hansen. Ich meinte Hannah Hansen. Hätte sie sich da wenigstens mal auseinandergesetzt. Ja, was erwartet uns denn im Himmelreich? Was? Al-Bujelimi al-Khatib. Band 3 auf der Seite 353. Allah erlaubt dem Muslim mit zwei seiner Schwestern gleichzeitig. Darüber hinaus darf er mit seiner Oma, Tante, Cousine, ne, alles. Und er bekommt einen Palmenpenis. Hätte sie sich damit mal auseinandergesetzt. Sonst hätte sie niemals Werbung für den Islam gemacht. Das kann mir auch keiner erzählen. Manchmal kratzt etwas schon an einem und man merkt das nicht, weil vielleicht die Zeit noch nicht so ganz... Ja, wenn das kratzt, dann würde ich dir empfehlen, Al-Iklimbisch zu benutzen, so wie Ibn Al-Qayyim das sagt in seinem Buch, hier, wie heißt das Buch von dem? Bad Al-Fawaid, von Ibn Al-Qayyim, Al-Jawziya, im 4. Band auf der Seite 93. Da kannst du dir Al-Iklimbisch reinballern, wenn es kratzt. Al-Iklimbisch für die schlimmen Stunden, Al-Iklimbisch. Dreh jetzt deine Runden. Und versuch dann richtig zu pumpen. Ale Klimbic. Das ist das krankeste Wort überhaupt, Ale Klimbic. Klimbic, Klimbic. Ganz reif ist. Ich hab, wie gesagt, immer schon gespürt und gefühlt. Ich konnte es aber nie einordnen. Manchmal will man vielleicht dieses Gefühl auch noch nicht so ganz verstehen. Es passt vielleicht auch nicht ins Leben gerade so. Hey, ich war ein DJ weltweit, hallo? Ja. Life was good. Aber irgendetwas war da, was so dagegen war. Die ganze Zeit schon. Ich habe immer wieder Leid gesehen, links und rechts. Ich habe immer wieder gesehen. Warum hast du das Leid denn nicht der Frauen gesehen, die in den islamischen Ländern das durchmachen? Du gehirngewaschter Mensch. Hat dir die Dröhnung deiner DJ-Zeit erstmal durch dein Gehirn geschlagen oder was? Schaut euch das mal bitte an, was diese Frau da macht. Die Frauen in den islamischen Ländern sind übelst am Leiden und sie macht Werbung für den Islam und sagt, Islam ist das Schönste, was es gibt. Habt ihr schon mal sowas gesehen? Während die Frauen in den islamischen Ländern am Ausflippen sind über den Islam, macht sie hier Werbung für den Islam. Ich glaube, diese ganze Techno-Musik hat ihr richtig reingedonnert in ihr Gehirn. Das ist unfassbar. Wie kann das sein? Stockholm-Syndrom, genau so sieht's aus. Ja. Helly Hansen hat, ich meine Hannah Hansen. Wie komme ich mal auf Helly Hansen? Waren das nicht diese Hansens Brothers oder was? Ist sie mit denen verwandt oder wie? Dieses für welchen Preis passiert das hier? So, ist es das wert? Von Zeit zu Zeit kommt man, wenn du es zulässt, immer wieder neue Fremden dazu, bis irgendwann, inshallah, ein Licht aufgeht.
ich wünschte, dir würde ein Licht aufgehen, ey. Ich wünschte, der würde ein Licht aufgehen, dass sie erkennt, oh mein Gott, ich mache gerade Werbung für eine Ideologie, die mich unfassbar sofort unterdrücken würde, richtig? Die Muslime würden mir niemals Freiheit gewähren. Ich würde also von morgens bis abends unterdrückt werden von den Muslimen. Und ich wäre wie so ein Freiwild in der Gesellschaft. So wie ich das gestern auch vorgespielt habe von dem Gelehrten, dass Allah die Frauen geschaffen hat, so wie die Kühe und die Tiere und alles. Und ihnen ein Aussehen gegeben hat, damit der Mann sich nicht erschreckt. Der hat sie also so ein bisschen so ähnlich gemacht wie den Mann, also wie ein Mensch. Aber im Grunde genommen ist sie eine Kuh oder ein Esel und eine Ziege. Unfassbar. Dietmar, Alhamdulillah besaß ich diesen beschützenden Verstand. Ich muss mir mal Zeit nehmen für die. Ich nehme mir mal ein paar von ihren Videos und dann werde ich darauf reagieren auf YouTube. Das bleibt dann, für bis YouTube dann irgendwann mal nicht mehr existiert. Dann können die Leute sich das mal angucken, für was sie sich da entschieden hat. Das wird ein Spektakel, weil bei Frauen ist ein sehr, sehr sensibles Thema, ne? Weil ich weiß ja, wie Frauen unterdrückt werden in den islamischen Ländern. Schaut euch nur den Iran an, mein Land, was die mit den Frauen machen. Beste Beispiel, Mahsa Amini, ne? Wegen Kopftuch, schaut euch das mal bitte an. Wegen Kopftuch. Und das Ganze haben wir auch in den sunnitischen Quellen, habe ich euch ja vorgelesen, dass Ibn Taymiyyah gesagt hat, dass diejenigen, die sich weigern, Kopftücher anzuziehen in der Gesellschaft, dass man sie aufgrund des Islams sofort darauf aufmerksam macht und sie dann dementsprechend auch nackentherapiert oder was. Abgespeichert, damit ich euch das vorlese. Ich habe so viel hier abgespeichert. Ich muss. Ah, hier ist das, jawohl. Ibn Taymiyyah sagt, dass in Majmu' al-Fatawa, Band 24, Seite 382, er sagt folgendes. Ibn Taymiyyah, möge Allah mit ihm barmherzig sein, sagte, es ist Frauen nicht erlaubt, ihre Gesichter zu entblößen, wo nicht Mahrams sie sehen können. Die Autoritätspersonen müssen das Gute gebieten und das und das Böse, also die Autoritätspersonen müssen das Gute gebieten und dieses Böse und andere verbieten. Wer nicht gehorcht, soll dafür in einer Weise bestraft werden, die ihn davon abhält, es noch einmal zu tun. Seht ihr, wie gefährlich das Ganze ist? Und jetzt haben wir so einen Helly Hansen da, die auf einmal Werbung für den Islam macht. Habt ihr das gesehen? Und das ist der Sheikhul Islam, der Typ, Ibn Taymiyyah. Wenn er etwas sagt, dann machen das Millionen von Muslime weltweit. Die sagen, ja, der Typ hat Ahnung vom Islam. Das ist der Scheich der Scheichs, der Scheich des Islams, des sunnitischen Islams. Das ist der Lehrer von Ibn Kathir, müsst ihr euch mal vorstellen. Und von Ibn al-Raim. Ibn al-Raim und hier, Dings. Und Ibn Kathir sind die Schüler von dem Typen. Unglaublich, ne? Seht
Siehst du, wie gefährlich diese arme Helly Hansen, ich meinte Hanna Hansen, mein Gott. Ja, wir haben schon 383.000. Komm, Leute, schaffen wir die 400.000? 3, 2, 1, jetzt! Let's go! Let's go! Möchte mal eine Frau reinkommen und etwas zu diesem Thema sagen? Du Hassprediger, genau. Der Wahre. Komm mal rein, der Wahre. Du Hassprediger, ich schick dir meine Anfrage. Hallo? Ja. Hallo. Hi, guten Abend. Grüß Gottsche. Guten Abend, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich. Warum hast du mir Hassprediger gesagt? Du bist ein Hassprediger, weil du bist von morgens bis abends bist du nur am Hasspredigen, mehr nicht. Habt ihr es gehört? Wenn ich die Fatwa von Sheikh al-Islam vorlese, bin ich ein Hassprediger. Habt ihr es gehört? Den ganzen Tag bist du nur am Hasspredigen, mehr nicht. Das ist deine einzige Aussage gegenüber dem Wahnsinn, was der Islam praktiziert? Dich stört einfach der Islam. Warum stört er dich? Weil du ein Schiite bist. Ich danke dir von ganzem Herzen für Kamel Uri. Kein Problem, danke dir. Raus. Ja, das war Kamel Uri wieder, ne? Eindeutiger Kamel Uri. Möchte mal bitte eine Frau etwas dazu sagen zu diesem Thema? Möchte jemand hochkommen als Frau und zu diesem Wahnsinn etwas sagen? Wie du das Ganze siehst als Frau, wenn du den Islam betrachtest? Lad, wach auf ein. Ja, die ist bestimmt im Hintergrund am gucken und mich am melden. Hundertprozentig, so eine ist das. Sie guckt Amias live und dann guckt sie von außen zu und meldet mich immer. So krank. Hallo, hört man mich? Ja, man hört dich. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich auch, mein Bruder. Ja, also ich als Christin, als Nachfolgerin Jesu kann dazu nur sagen, ihr seid alle verloren, tut mir leid. Wer so einen Irrsinn und so einen Wahnsinn folgt, ja, ich bete für euch, ich bleibe im Gebet für euch, schlagt die Bibel auf, so lernt ihr Jesus Christus kennen und den wahren Gott, der euch von all diesem Wahnsinn erlösen kann. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Okay, danke, meine Liebe. Ich hole mal jemand anderes rein. Vielen Dank. Sugarman. Hallo, Amir. Hallo, meine Liebe. Lange Zeit nicht mehr von dir gehört. Ja, sehr lange nicht mehr von dir gehört, genau. Sehr, sehr lange. Ja, du bist eine Frau. Also das, was ich dir gerade vorgelesen habe. Wie empfindest du das so als Frau, wenn zum Beispiel du als Frau dann diese Unterdrückung dann erfahren musst, ne? Ja, sehr, sehr, sehr schrecklich natürlich. Wie findest du das, dass eine Frau dann Werbung für eine unterdrückerische Ideologie dann macht? Das ist das Kranke daran. Ja, wie geht's um das? Entweder sind sie Satanskinder oder die wissen eigentlich gar nicht, was sie da tun. Ich sehe nur diese zwei Möglichkeiten. Ja. Und was ich auch sehr wahnsinnig finde, ist, dass zum Beispiel in diesem Land, wo ich wohne, ich weiß ganz genau, dass die Polizei immer zu den Moscheen geht und so weiter. Und die haben wie einen Vertrag mit den Imamen, damit sie nicht die Wahrheit sagen, was alles im Koran steht. Weil würden sie, die Imame, wirklich sagen, ja, das und das steht im Koran, dass man Menschen nackend therapieren sollte und so weiter, zum Beispiel. Es würde so einen großen Chaos geben und deswegen werden die Muslime hier bekommen immer so einen schönen Islam beigebracht und nicht den wahren Islam. Und die Frauen hier in Deutschland zum Beispiel oder auch in europäischen Ländern, die denken, dass der Islam einfach so ist,
du gehst raus mit deinen Freundinnen, hast falsche Nägel, falsche Wimpern, du kannst dich schminken, Augenbrauen zupfen, alles machen, was du willst. Und dann kommst du einfach nach Hause, weil Mittagsgebet ist oder weiß ich nicht, was die machen. Und dann machst du wieder alles weg, du putzt ein bisschen dein Gesicht, deine Füße, keine Ahnung was, betest 5 Minuten, weißt nicht mal, was du da sagst, weil das auf Arabisch ist und nicht alle Arabisch sprechen können. Und dann denkt sich, ja, Alhamdulillah, Muslime. Und gleichzeitig werden in Ländern wie in Iran und so weiter Frauen umgebracht, nur weil man 2 Strähnchen Haare gesehen hat. Das finde ich unglaublich einfach. Ja, zurzeit rückt ja die iranische Regierung, also der islamische Staat im Iran, rückt ja rigoros, gehen die jetzt vor gegen die Leute, die jetzt so versuchen, ihre Haare zu zeigen und sich aufmüpfig zu zeigen. Sie werden sofort eingesammelt und sofort eliminiert, sofort. Die setzen das jetzt richtig durch, weil so viele Menschen jetzt aufgestanden sind und aufgemuckt haben, verstehst du? Hat der islamische Staat sich gedacht, jetzt greifen wir erst recht richtig durch. Und jetzt werden sie noch mehr drangsaliert. Wahnsinn, ne? Du hast mal einen Satz gesagt, ich glaube, du warst, du hast gesagt, zum Beispiel für dich selber, es war ja nicht deine Schuld, dass du in eine islamische Familie reingeboren bist oder in einem Land, aber es ist deine Schuld, wenn du als Moslem stirbst, also mit einer Lüge. Ja, genau. Und es gibt so viele Leute halt auch, so zum Beispiel in europäischen Ländern, die wollen eigentlich Gott gar nicht kennen. Sie sind einfach in einer islamischen Familie reingeboren und denkt sich, ja, ich mache jetzt einfach meine 5 Gebete und inshallah komme ich ins Paradies. Und die haben sich niemals auseinandergesetzt mit deren Religion. Niemals. Das ist das Traurigste. Ja, aber das macht mich fertig, diese Hanna Hansen, ne, die hat ja auch eine große Reichweite, die war ja Profiboxerin, Kickboxerin oder was und hat als DJ auch gearbeitet, war auch erfolgreich und dann auf einmal macht sie Werbung für eine Ideologie, eine Religion, die den Wahnsinn für die Frauen schon vorprogrammiert ist, ne? Das ist für das Kranke, was nicht in meinen Kopf reingeht. Ja, aber das Problem ist, also ich habe so ein bisschen ihre TikToks-Videos gesehen und so weiter. Ich denke einfach, dass sie so wirklich Satansanbeterin ist. Die ist nicht mal Muslima. Die wurde wie von Satan eingestellt, um Leute zu verführen. Damit sich diese kleinen Muslimas aus Deutschland sie sehen, so als reifere Frau, und sich denken, oha, so eine blonde Frau hat sich einfach im Islam konvertiert, dann ist das wie ein Beweis, da dran sein, ne? Richtig ist. Ich meine, ja. Was hast du gesagt? Dann muss das so richtig sein für die Muslimas, ne, die dann so. Genau. Dann, oh, die hat recht, guck mal, die redet gut über den Islam und ja, wir müssen jetzt mehr dem Islam folgen und sowas. Das ist so krank. Ja, wie viele kleine Mädchen führen, ne? Weil, also zum Beispiel, ich habe das so gemerkt, immer wenn zum Beispiel so eine typische blonde Frau mit blauen Augen, so richtige Muslima wird bedeckt und alles, dann kommen immer so die Muslime so, Mashallah, ja seht ihr, das ist wie ein Beweis, dass auch Europäer verstanden haben, dass der Islam die Wahrheit ist. Obwohl, für mich sage ich immer so, es gibt zwei Wege. Entweder diese Frau ist wirklich Satansanbeterin und sie weiß ganz genau, was sie da macht, oder die ist wirklich verwirrt und dumm. Und ist in einer Religion einfach konvertiert, wo sie gar nicht weiß, was da richtig abläuft. Ich glaube, es ist Ignoranz. Ich glaube, es ist Ignoranz und sie hat sich einfach einlullen lassen. Der Islam ist ja so gemeingefährlich und betreibt der Taqiya, ne? Und ich glaube, bei ihr wurde auch sowas betrieben, ne? Dass der Islam ihr als schön verkauft wurde und sie jetzt selber auch den Islam nur aus einer Perspektive sieht, so mit ihrer rosaroten Brille sozusagen, weißt du? Ja, genau. Es gibt also die ganzen krassen Bestandteile des Islams werden ausgeblendet und nur so das Schöne wird da drin gesehen. Aber das ist ja falsch. Du musst das Gesamtpaket ja beachten. Du kannst ja nicht sagen, dass Adolf Hitler, zum Beispiel die Leute sagen, Adi, der hat hier und da gute Sachen getan, aber blenden aus, dass er 6 Millionen Juden das angetan hat. Verstehst du? Ja, genau. Und weißt du auch, was ich richtig wahnsinnig finde? Weißt du diesen Vers, was du immer vorliest? Da steht im Koran, dass man Ungläubige, also alle Menschen, die nicht an Allah und Mohammed glauben, dass man denen... Ja, warte mal, ich muss mal den Wahren mal hier raustun. Der geht mir so auf den Nerven. Der die ganze Zeit sagt, das waren sogar zu wenige bei den Juden. Guck dir das mal an. Ekelhafter Teufel. Raus.
Der war Muslim, oder? Ja, er war Muslim, keine Ahnung, was der war. Kamelurin-Fetischist. Ja, weißt du noch diese Sure, wo da steht, dass man uns Christen und Juden auch also Nacken therapieren sollte, wo auch immer sie uns finden, irgend sowas? Weißt ja, genau, du noch, 47, Vers 4. Ja, genau. Diese Sure zum Beispiel, ich habe auch Tafsir dazu gelesen und es steht genauso geschrieben und es hat keinen Kontext. Ist aber heftig. Der Tafsir ist nochmal sehr, sehr krass. Und die Muslime immer, die sagen, ja, aber du musst den Kontext schauen. Es ist nur, wenn zum Beispiel Christen oder Juden uns angreifen. Aber das Problem, was ich habe oder was ich hätte, wenn ich Muslima wäre, ich würde mir dann denken, okay, stell dir vor, es wäre jetzt wirklich so, ein Christ würde kommen und mich angreifen und ich hätte das Recht, mein Gott würde mir dann erlauben, diese Person umzubringen. Dann wäre ich auch nicht damit einverstanden. Welcher Gott würde dir erlauben, jemanden umzubringen? Was ist das für eine Religion? Egal, was der Kontext ist. Weißt du, was ich meine? Sie versuchen das immer so zu verteidigen. Das macht mich kaputt im Kopf. Ja, natürlich, klar. Die versuchen mit allen Mitteln, diese Religion als etwas darzustellen, was es nicht ist. Verstehst du? Weil die Wahrheit darf nicht so sein, wie wir sie präsentieren. Verstehst du? Sie müssen einfach alles daran setzen, alles zu verdrehen und das Ganze auf ihre Art und Weise zu sehen. Aber das, was wir machen, ist ja nur ein Tafsir lesen. Zum Beispiel Sure 47, Vers 4, Tafsir Ibn Kathir. Guck dir das mal bitte an. Tafsir Ibn Kathir zu Sure 47, Vers 4. Guck mal, was der sagt. Ja, das ist einer der krassesten Tafsire aus dem gesamten Koran. Der Befehl, den Feinden in den Nacken zu schlagen, ihre Fesseln zu festigen und sie dann entweder durch einen Gnadenakt oder gegen ein Lösegeld zu befreien. Allah weist die Gläubigen darauf hin, was sie in ihrem Kampf gegen die Götzendiener anwenden sollten und sagt, wenn du also denen begegnest, die ungläubig sind, schlage ihnen den, du weißt schon, was bedeutet, wenn du gegen sie kämpfst, nackentherapiere sie mit dem Schwert dann völlig nieder. Bis du sie vollständig besiegt hast, was bedeutet, du hast sie nackentherapiert und völlig zerbombt. Ziehen sie ihre Fesseln fest. Dies bezieht sich auf die Kriegsgefangenen, die sie gefangen genommen haben. Später, nachdem der Krieg zu Ende ist und der Konflikt beendet ist, haben sie in Bezug auf die Gefangenen die Wahl. Sie können ihnen gegenüber entweder gnädig sein, indem sie sie ohne Anklage freilassen oder sie gegen ein Lösegeld freilassen, das sie von ihnen verlangen. Es scheint, dass diese Aya nach der Schlacht von Badr offenbart wurde. Damals warf Allah den Gläubigen vor, viele der feindlichen Soldaten verschont zu haben und zu viele Gefangene festzuhalten, um von ihnen Lösegeld zu verlangen. Also sagte er damals, es steht einem Propheten nicht zu, Kriegsgefangene zu haben. Allah, guck mal, die Muslime sind barmherzig gewesen, also so nett gegenüber den Kriegsgefangenen, weil sie sehr viele von ihnen verschont haben und ihnen das Leben geschenkt haben. Da hat Allah war zornig, hat gesagt, was? Ihr wollt, dass die Leute leben bleiben? Nein, ich will, dass sie nackentherapiert werden. Guck dir das mal bitte an. Es steht einem Propheten nicht zu, Kriegsgefangene zu haben, bis er unter den Feinden im Land ein großes Gemetzel angerichtet hat, siehst du? Du sehnst dich nach den Gütern dieser Welt, aber Allah sehnt sich für dich nach dem Jenseits. Allah ist mächtig und weise. Ohne einen vorherigen Beschluss Allahs hätte dich eine schwere Strafe getroffen für das, was du genommen hast. Sure 8, Vers 67 bis 68. Allahs Sprichwort, bis der Krieg seine Lasten ablegt. Mujahid sagte, bis Isa ibn Maryam herabsteigt. Es scheint, als ob er diese Meinung aus dem Ausspruch des Propheten abgeleitet hätte. Es wird immer eine Gruppe meiner Umma geben, die über die Wahrheit siegt, bis der letzte von ihnen gegen Ad-Dajjal kämpft. Imam Ahmad berichtete von Jubair bin Nufair, der von Salama bin Nufail berichtete, dass er zum Gesandten Allahs ging und sagte, ich habe mein Pferd losgelassen und meine Waffe niedergeworfen, denn der Krieg ist zu Ende. Es gibt keine Kämpfe mehr. Dann sagte der Prophet zu ihm, jetzt ist die Zeit des Kampfes gekommen. Es wird immer eine Gruppe meiner Umma geben, die über andere dominiert, siehst du? Allah wird die Herzen einiger Menschen von der Wahrheit abwenden, so dass sie dieser Gruppe gegen sie und Allah kämpfen werden.
wird ihnen Kriegsbeute von ihnen, den Feinden, geben, bis Allahs Befehl in Erfüllung geht, während sie sich in diesem Zustand befinden. Wahrlich, das Zentrum des Wohnsitzes des Gläubigen ist Asch-Scham, also Syrien. Und Güte ist um die Pferde gebunden, Stirnen bis zum Tag der Auferstehung. An-Nasai hat diese Erzählung ebenfalls aufgezeichnet. Allah sagte dann, und wenn Allah es so gewollt hätte, hätte er sich an ihnen rächen können. Was bedeutet, dass er, wenn er es so gewollt hätte, sofortige Rache an den Ungläubigen hätte nehmen können. Mit einer Züchtigung oder exemplarischer Bestrafung direkt von ihm. Aber er lässt euch kämpfen, um euch gegenseitig auf die Probe zu stellen. Das heißt, er hat den Dschihad und den Kampf gegen die Feinde angeordnet, um euch auf die Probe zu stellen und eure Angelegenheit auf die Probe zu stellen. Allah drückt seine Weisheit durch die Gesetzgebung des Dschihad auch in den folgenden zwei Suren aus Al-Imran und At-Tauba, in denen er sagt, oder dachtet ihr, dass ihr das Paradies betreten werdet, bevor Allah diejenigen von euch, die für seine Sache kämpfen und diejenigen, die standhaft sind, offenbar gemacht hat? Sure 3, Vers 142. Bekämpft sie, Allah wird sie dann mit euren Händen bestrafen, sie in Schande bringen, euch den Sieg über sie gewähren, die Brüste eines gläubigen Volkes befriedigen und die Wut ihrer der gläubigen Herzen beseitigen. Allah wird sich in Vergebung zu wem er werden will. Allah ist allwissend und weise. Sure 9, Vers 14 bis 15. Dass es in Kriegen üblich ist, dass viele der Gläubigen sterben, sagt Allah, aber derjenige, der auf Allahs Weg umkommt, deren Taten werden er niemals verloren gehen. Das bedeutet, dass er ihre guten Taten nicht ungenutzt lassen würde, sodass sie vielmehr vielfachen und vermehren würden. Einige von ihnen werden während ihres gesamten Aufenthalts in Al-Barzakh weiter für ihre guten Taten belohnt. Dies wurde in einem Hadith erwähnt, der von Imam Ahmad in seinem Musnad mit der Autorität von Kathir bin Murra aufgezeichnet wurde, der von Qais al-Juthami, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs sagte, wenn der erste Tropfen seines Blutes hervorsprudelt, werden einem Märtyrer 6 Verdienste zuteil. Alle seine Sünden werden vergeben. Ihm wird sein Platz im Paradies gezeigt. Er wird mit dem großäugigen Huris verheiratet. Er ist von der großen Angst geschützt am jüngsten Tag und die Qual des Grabes, und er ist mit den Verzierungen von Iman geschmückt. Ahmad war der Einzige, der diesen Hadith aufzeichnete. Abu Ad-Darda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs sagte, ein Märtyrer darf für 70 Mitglieder seines Haushalts Fürsprache einlegen. Dies wurde von Abu Dawud aufgezeichnet, und es gibt zahlreiche andere Hadithe, die die Verdienste des Märtyrers erwähnen. Was Allahs Aussage betrifft, er wird sie führen, bedeutet, er wird sie nach Jannah führen. Dies ähnelt dem Sprichwort Allahs, wahrlich, diejenigen, die geglaubt und rechtschaffen gute Taten getan haben, wird ihr Herr wegen ihres Glaubens recht leiten. Unter ihnen werden Flüsse in den Gärten der Freude fließen. Sure 10, Vers 9. Allah sagt, und ihren Zustand ändern, bedeutet ihre Situation und Angelegenheit. Und er wird sie in das Paradies einlassen, das er ihnen bekannt gemacht hat. Es bedeutet, dass er sie mit dem Paradies bekannt gemacht hat und sie dorthin geführt hat. Mujahid sagte, die Menschen im Paradies werden zu ihnen, zu ihren Häusern und Behausungen und zu allen Abschnitten geführt, die Allah für sie dort bestimmt hat. Sie werden dabei keine Fehler machen, noch werden sie irgendjemanden nach dem Weg zu ihnen Behausungen fragen, als ob sie es wären. Hatte dort seit ihrer ersten Erschaffung gewohnt. Al-Bukhari berichtete von Abu Ad-Darda, Abu Sa'id al-Khudri, möge Allah bla bla bla, dass der Gesandte Allah sagte, nachdem die Gläubigen das Feuer sicher passiert haben am Tag des Gerichts, werden sie auf einer Brücke zwischen dem Paradies und dem Feuer zurückgehalten. Dort werden sie alle Ungerechtigkeiten erleben, die sie in diesem Leben gegeneinander begangen haben. Was weit berichtigt,
Nachdem sie völlig gereinigt und gereinigt von der Ungerechtigkeit, werden sie in das Paradies aufgenommen, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist. Jeder von ihnen wird seinen Weg zu seiner Wohnung im Paradies besser finden, als er seinen gefunden hat, Weg zu seiner Wohnung in weltlichen Ländern. Und. Boah, Junge, was ist mein Augen? Boah, ist das eine kranke Sekte, ey. Sehr ja. Viel im Islam. Der Alarm möchte, dass man uns nackend therapiert. Sie versuchen immer alles so schön zu machen, zu verteidigen, zu verschönern. Ja. Aber das Schlimmste ist auch, wenn sie es verschönern, ist es immer noch schlimm, weißt du? Zum Beispiel wie diese, vorhin haben wir über Frauen gesprochen, Suche 434, oder? Ja, genau. Wo da steht, dass man die Frauen erstmals ermahnen sollte, dann vom Bett raus, vom Ehebett rausbringen sollte, nicht schlagen. Ja, richtig. Und die Frauen sagen immer, ja, nein, das stimmt nicht, dies, das. Und wenn man Tafsir liest, dann sagen sie, ja, es stimmt, aber im Tafsir, ich glaube, Ibn Kathir, wenn ich mich nicht täusche, steht, man sollte sie leicht schlagen. Aber es ist doch immer noch schlagen. Das macht es nicht besser. Weißt du, was ich meine? Wir haben ja den Hadith von Sunan Abi Dawud, als dieser Mann seine Frau da grün schlägt und der Mohammed überhaupt nichts dagegen sagt. Ne? Also der muss also hardcore zugeschlagen haben. Ne? Ja. Unglaublich. Und es gibt noch. Es gibt ja noch europäische Frauen, die sich denken, ja, voll gut, ich werde jetzt einfach Muslima werden, weil meine Freundinnen auch sind. Das ist das Kranke, die verführen die ganzen kleinen Mädels. Ne? Ja, und durch die Scharia-Polizei in Bonn, ne, habt ihr es auch mitbekommen, ne, als die Muslimas die anderen Nicht-Musliminnen zum Glauben gezwungen haben. Die sollten sich Kopftuch anziehen und. Ne? Ich habe auch vor einer Woche oder so ein kleines Kind, die war vielleicht so 8 oder 9, war einfach im Laden mit ihrem Vater und die war voll bedeckt von Kopf bis Fuß. Ich dachte mir, was soll das? Sie ist noch ein kleines Kind, die versteht nicht mal. Was erzählt eigentlich sein Vater? Also, du sollst dich bedecken, damit dich Männer nicht anschauen, oder was? Mit 8 soll sie das erfahren schon. Das ist richtig krank. Sogar mit 7 Jahren sollst du das Kind zum Beten zwingen. Wenn er nicht hört, bis zum 10. Lebensjahr, sollst du ihn. Das ist wirklich krank. Und ich bin ja auch nicht so begabt wie du im Islam und so weiter, aber wenn man nur so kurz den Islam studiert und deren Schriften so liest, nicht mal den ganzen Koran, dann siehst du und du hast so viele Beweise, da nichts stimmt einfach. Dass alles falsch ist. Muslime kommen immer und sagen, ja, wir glauben nicht an die Bibel, weil das von Menschen geschrieben wurde. Aber Jesus hat doch mit so vielen Menschen gelebt und viele Leute haben auch seine Wunder und alles gesehen. Es gab so viele Augenzeuge. Aber die, bei denen ist es lieber einfach Mohammed glauben, der alleine von irgendwo, keine Ahnung, wohin er war, wo er war. Und er ist einfach so mit dem Koran gekommen und hat gesagt, ja, das ist jetzt Gottes Offenbarung, die letzte, und ihr müsst jetzt daran glauben. Und dann glauben sie. Aber wenn Jesus so viele Augenzeugen hatte, das glauben sie nicht. Das ist so krank einfach. Ja, Mohammed hat Jesus niemals gesehen und will uns etwas über Jesus erzählen. Guck dir das mal bitte an. 600 Jahre später will uns jemand etwas über Jesus Christus erzählen. Und dann auch noch was für einen Jesus, der uns beibringen will. Schau dir das mal bitte an. Isa. Es gibt ja auch so viele Beweise in der Bibel, weil in der Bibel steht ja auch klarhaft geschrieben, dass es falsche Propheten geben wird und dass der Teufel sich auch als Engel des Lichtes verkleiden kann. Und das alles hat die Bibel schon prophezeit, 600 Jahre bevor der Koran kommt. Und die Leute sind einfach blind und glauben einer Religion, die gar nichts mit Gott zu tun hat. So sieht's aus, mein Lieber. Okay, mein Liebe, danke dir, dass du dabei warst. Ja. Gottes Segen. Geht nach Hause? Bitte? Gehst du jetzt nach Hause? Ich gucke mal, ja. Mal sehen, was der Abend noch so bringt. Ich glaube, du bist müde. Deine Augen waren auch ein bisschen mit Tränen vorhin. Dieses Lesen hat gerade meine Augen sehr, sehr zu schaffen gemacht. Ne? Ja, auf jeden Fall. Pass auf dich auf, Amir. Gottes Segen, meine Liebe. Danke dir auch. Guten Abend. Mach's gut. Tschüss.
müde bin ich nicht, aber so meine Augen brennen, ne, von diesem Lesen gerade. Amir braucht Feierabend. Amir braucht was zu essen, ne? Muss was zu essen holen irgendwo. Aber was gibt's denn um diese Uhrzeit, ne? Nur noch so Fastfood-Müllhaufen. Gottes Segen, Amir, wie geht's dir? Ja, danke, mir geht's gut. Wie geht's dir? Ja, auch Gott sei Dank gut. Ich war auch gestern morgens bei dir drin und hab Zeugnis abgelegt. Ja. Aber ich habe so einen Adrenalinschub bekommen, als ich mit dir so zum ersten Mal gesprochen habe. Mein Gedanken war so komplett durcheinander und ich habe nicht alles erzählt, so was ich wollte. Ja. Ich wollte dich mal fragen, hast du schon mal so Erfahrungen mit spirituellen Sachen gemacht, also dass du so von unreinen Geistern angegriffen wurdest? Nee, aber als ich mich bekehrt hatte, habe ich sehr, sehr komische Träume gehabt, als dass der Teufel mich immer wieder so angegriffen hat, ne? Okay. Also bei mir war das, ich habe das zweimal bekommen und das durch einen Kollege, der Moslem ist. Nachdem ich mich bekennt habe zu Jesus, habe ich mich mal mit denen getroffen. Dann haben wir über Religion gesprochen und so, ne? Über den Glauben. Und als der angefangen hat, mir über den Islam zu erzählen, ich glaube so Jibril oder so war sein Begleiter, weil es war so, als ob mich jemand würgt. Ich habe auf einmal keine Luft mehr bekommen. Mir ging es richtig schlecht. Mein Herz hat angefangen so stark zu klopfen, ne? Wie hieß der Jibril? Ja, also ich denke mal sein Begleiter, weil wie Mohammed halt gewirkt wurde, wurde ich auch gewirkt, denke ich mal, so spirituell. So, okay. Und meinst du dann, im Schlaf oder einfach so beim Gehen? Nee, also wir waren draußen, wir haben gesprochen und dann hat es angefangen, auf einmal, so auf einen Schlag, ging es mir so richtig schlecht, hat sich angefühlt, als ob mich jemand würgt, so ich habe keine Luft mehr bekommen, mir ging es halt richtig, richtig dreckig auf einmal, ne? Und dann bin ich in mir gegangen, der hat halt weitergeredet über den Islam und so, dann bin ich in mir gegangen und ich hab gebetet, ne, zu Gott. Und sobald ich mein Gebet fertig gesprochen habe, hat der, das war so, dieses Gefühl war sofort weg. Ist sofort weggegangen und durch ihn, also wir haben uns öfters getroffen, drüber geredet und ich hab auch halt nachts dann so, ich konnte nachts nicht mehr schlafen, ich wurde 5-6 Mal in der Nacht aufgeweckt. Bin aus dem Bett gefallen nachts, so, ich bin ein erwachsener Mann, so, das ist mir vorher noch nie passiert. Bis ich angefangen habe, nachts die Bibel so abzuspielen, ne? Und dann haben diese ganzen Sachen auch aufgehört. Sehr schön, siehst du? Die Bibel befreit. Das Wort Gottes, ja, will dich befreien von all deinen Problemen und Sorgen. Ja, das ist auf jeden Fall so. Und also diese unreinen Geister sind auch auf jeden Fall da. Die auch, und zum Beispiel auch wenn ich anfange die Bibel zu lesen, nach 3-4 Seiten werde ich immer so müde, so als ob der Teufel mich so zum Schlafen bringen will, der will mich davon abhalten, dass ich so weiterlese, ne? Ja, dann musst du dir einen schönen Kaffee machen, Kaffee trinken und Bibel lesen. Nee, ich denke so ein Gebet hilft mehr, glaube ich, weil, also egal zu welcher Tageszeit, nicht nur abends, auch mittags, egal wann. Oh, was für ein Unterschied, wenn ich die Bibel lese, dann bin ich sofort gefesselt von der Bibel, heftig, ne? Ich muss dann komplett den Abschnitt komplett zu Ende lesen, weiterlesen, weiterlesen. Ich kann gar nicht mehr aufhören fast. Heftig, ne? Ja, bei mir war das auch am Anfang so. Aber jetzt ist es so, wenn ich lese, ich werde sofort müde. So nach 10 Minuten lesen, muss ich so wie schlafen gehen. Aber ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich denke mal so, dass da der Teufel in die Karten spielen will. Ja, da musst du vorsichtig sein, ne? Ja, aber ich denke mal, so viel Macht hat er nicht, ne? Im Endeffekt. Nee, über dich hat er keine Macht mehr, ne? Aber der versucht dich halt mit allen Mitteln fertig zu machen, ne? Ja. Und ich wollte dich noch mal was fragen. Ein Kollege, also mein Cousin, will wissen, wo das noch mal, wo die Quelle noch mal ist mit diesem Palmending da, ne? In Tufat al-Habib al-Shahr al-Khatib auf der Seite 353. Ich werde okay, das wär's dann. Ich werde das in der WhatsApp-Gruppe, werde ich das für euch posten. Okay, alles klar, dann danke ich dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und Gottes Segen. Ne? Ja, Gott segne dich und deine Familie. Danke, dich auch. Ciao. Danke, ciao. Ja, Gottes Segen. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich auch und deine Familie, Bruder. Ich wollte eigentlich nur fragen, wann dein nächster Livestream kommt. Ich wollte es eigentlich heute mal, aber siehst du, kam ich schon wieder nicht dazu. Ich war die ganze Zeit.
Ich habe soweit schon vorbereitet, ich muss nur einen Tag finden, wo ich das dann mache. Ne? Okay, okay. Also morgen nicht, ne? Also Sonntag mein ich. Also das, letzte Woche hatte ich das euch ja gezeigt, ne? Die ganzen Sachen, die ich da vorbereitet habe, und das wollte ich dann auch mit euch durchgehen. Ne? Oh nee, das habe ich nicht gesehen. Was war da? Ja, ich habe das, also ich habe diesen ganzen Livestream schon vorbereitet gehabt, aber ich war zu spät abends noch. Noch da dran und habe das zeitlich nicht mehr geschafft, aber ich habe es zu Ende bekommen. Habe gesagt, fürs nächste Mal werde ich das dann also dann hochladen, live kommen. Was wolltest du live gehen? Also um welches Thema ging's? Die Verfälschung des Korans. Ah, okay. Also entweder machst du es morgen, also heute, oder nächste Woche? Ja, heute nicht mehr, aber ich denke, an einem Samstag wird das jetzt passieren, ne? Okay. Ich mache ja immer meine Livestreams immer an einem Samstag meistens. Immer 20.15 Uhr, wie Blockbuster. Also solltest du dir deinen eigenen Sender kaufen. Die Leute mal ihr Popcorn bereithalten können, wenn ich live komme. Du solltest dir deinen eigenen Sender kaufen. Ach nein, die Leute sollen schön, bei YouTube können sie sich schön hinsetzen, können einschalten und dann können die noch was davon lernen. Verstehe. Die ganzen Beweise, die ich da gesammelt habe, können Sie da alle nehmen und schön das in Ihren Diskussionen verwenden. Ja, genau. Amen. Nein. Ja, Amir, dann will ich dich nicht weiter stören, dann wünsche ich dir Gottes Segen und fahr vorsichtig, gell? Danke dir. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich. Tschüss. Ja. Ich mache jetzt Schluss, ihr Lieben. Ich muss jetzt ein bisschen was essen. Und dann hören wir uns, so Gott will, morgen, ja? Machen wir das so, ihr Lieben. Ich brauche jetzt was zu essen irgendwie. Gottes Segen, ihr Wundervollen, ja? Haltet immer am Herrn Jesus Christus fest und lasst euch nicht beirren von niemandem. Gottes Segen, gute Nacht, schlaf gut und love you all. Vielen Dank für alles. Möge der Jesus Christus euch segnen, das Doppelte und Dreifache und Zehnfache zurückgeben. Und haltet immer am Herrn fest. Amen. Danke. Gottes Segen. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.